Hello, it's me. Man sollte mich jetzt auf jeden Fall hören, weil ich krieg zumindest ein Signal ausgegeben auf dem Mikrofoneingang. Hört man die anderen? Yeah. Kann man uns hören jetzt? Kann jetzt hallo, kann nicht, aber wie kann das sein? Das ergibt keinen Sinn. Nobody knows. Nobody knows. Also, hallo. Hallo, hallo Chat. Hallo, hallo. Kann hallo, man uns alle Chat. Hören? Sind wir alle da? Habt ihr alle Stimmen? Spricht aber hallo, ich bin ja, also ich habe dich gerade im Stream gehört. Ich habe gerade reingehört. Ich habe nämlich gehört, in der heutigen Walpurgisnacht haben die Hexen unsere Stimmen geklaut. Oh, ja. Das wird's gewesen sein, ja. Ja. Kann ich jetzt nochmal sagen, ich hoffe, ihr habt meine Lippen lesen können gerade. Ich hoffe, ihr habt die Zettel von Simon und mir lesen können, mit denen wir versucht haben, mit euch zu kommunizieren da draußen. Ich höre Stimmen, entweder es sind eure oder ich werde verrückt, mein JL. Okay. Schön, dass ihr dabei seid, schön euch zu sehen, Jungs. Hi. Welcome. Guten Tag. Jungs und Mädels. Was lange geht, wird endlich uns gut. Achso, er meinte uns Jungs. Okay. Ja, ich meinte euch. Okay. Gerade. Ja. Ich höre den Chat ja noch nicht. Ich glaube, da wäre ich relativ verrückt dafür. Ich muss jetzt auch wieder dann ins Bett, ne? Also, schön dabei gewesen zu sein. Ja, danke Simon. Du hältst jetzt mal die Schnauz. Oh, wir dürfen uns direkt erstmal bedanken für ein paar Subs. Oh, ja. Moogle Evil hat den Stream heute direkt gestartet mit 2 verschenkten Abos. Irre. Voll geil. Wow. Brutal, Dude. Weil, was geil. Alter, Digga, kannst du nicht erzählen. Und davor auch selber abonniert. Und Mr. Heavy hat vor einer Stunde, als wir angekündigt haben, dass wir live gehen, auch abonniert. Vielen Dank. Evil Moogle hat 6 Abos verschenkt. Just saying. 6? What? So steht's was? Da. Jetzt gerade schon wieder. Insgesamt 6, ja. Genau. Und ja. Insgesamt. Ja, genau. Vielen Dank. Merci. Grüß dich, Bruder Brot. Bruder Brot ist arm, Brot. Irgendwie spreche ich das immer fränkisch aus. Ich weiß nicht genau, warum. Fränkisch. Mach mir mal noch ein Bruder Brot. Ich finde es schön, dass Bruder Brot seit dem letzten Stream einen Hype-Train neben seinem Namen hat. Moogle, du Mega-Chat. Da war aber ein T-Shirt draus, Hashtag Moogle, du Mega-Chat. Ach Leute, wir haben doch noch gar nicht angefangen. Ja, ihr wisst doch noch gar nicht, sind wir gleich wieder weg und alles geht kaputt. Wir haben erstens mal viel zu spät angefangen und dann aber eigentlich gerade noch gar nichts Leute, gemacht. Ich glaube, das ist ein leichtes Zeichen dafür, insgeheim so die Subline unter den ganzen Abos ist, ey Leute, kauft euch endlich gescheite Technik, damit ihr nicht dauertechnisch ins Leben habt. Safe. Oh Mann. Das haben wir gar nicht verdient, dadurch, dass wir so spielen. Aber vielen, vielen, vielen Dank. Josef, wir freuen uns wirklich sehr. Ja? Weißt du was mir gerade auffällt? Was fällt dir auf? Wir sind heute T-Shirt-Brüder. Oh, scheiße. Peinlich, ey, peinlich. Das ist ja. Ihr müsst wissen, der Josef und ich gehen immer zusammen shoppen. Ja. Und kennt ihr schon die Geschichte, wo Patrick mein T-Shirt geklaut hat? Stimmt. Patrick hat mal mein T-Shirt geklaut. Ich hatte mal 3 Monate lang oder so Josefs T-Shirt bei mir. Weil Patrick ein mieser T-Shirt-Dieb ist. Ja. Das tut mir leid, Josef. Wir schulden anscheinend 4-mal dreifach Profi Hallo 10. What? 4-mal dreifach. Wofür denn das? Ja. Weil ich glaube, Max hat ein bisschen zu ehrgeizig gesagt, dass wir in 10 Minuten online sind. Hört man mich jetzt überhaupt wieder? Ja, ja. Ich war mal kurz weg. Das passiert aber manchmal. Das hat nichts mit den vorherigen Problemen zu tun. Das hat nichts mit euch zu tun. Nee, es liegt nicht an euch. Es liegt an Max, mir. Kann es sein, dass du dem Discord was versprochen hast, was wir nicht... Also du hast was versprochen, was wir nicht halten konnten. Ja, ich habe... Ich war da vielleicht etwas optimistisch, ja, zugegeben. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch durchaus gedacht, dass das einhaltbar wäre. Ja, Max, deswegen schuldest du jetzt 4-mal dreifach Hallo 10 Profi. Ja. 4-mal 3, also 12. So weit kann ich gar nicht zählen. Aber die 4-mal sind eigentlich für uns jeweils. Ja, ja. So. Ja, aber der Max hat... Jeder von uns 3-mal. Nein, der Max hat... Aber Max hat reingeschissen, Max muss leiden. Fertig. Wir können ja einmal zusammen Hallo 10 machen und den Rest muss Max abarbeiten. Das finde ich gut. Das machen wir. Aber die Profi-Version, oder?
Ich kann die Profi-Version leider immer noch nicht machen, hat mein Arzt gesagt. Ich habe ihn am Dienstag habe ich meinen Arzt gefragt, ob ich Profi-Hallo 10 machen darf, und der meinte nein, nein, nein. Wie geht Profi-Hallo 10? Ich weiß es nicht. Also ich versuche es zu rekonstruieren. Man hört nämlich Max immer noch nicht. In der Profi-Hallo 10-Variante machst du Hallo 10. Ja. Dann robbst du dich nach vorn in die Liegestütz, machst eine Plank oder sowas. Und dann gehst du wieder hoch zu Hallo 10 und stellst dich wieder hin. Ich glaube, jetzt bin ich wieder da, oder? Ja. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was los ist, Mann. Ich stecke hier das Mikrofon aus und wieder an und dann geht's wieder. Das ist... Also, ihr Lieben, der Max hat heute einen Wackelkontakt im Mikrofon. Das wird der Running Gag des Abends. Ich mache jetzt kurz einmal Hallo 10. Ich mache auch, und ich versuche irgendwie Planks und sowas mit reinzumischen on the fly. Aber ich habe keine Ahnung, was die Profi-Version ist. Ja, mit Plank. Wir haben das doch schon mal gemacht bei dem einen, wir sind alle an einem Ort am Start, Livestream. Was? Stimmt. Ja, aber das stimmt. Da war ich räumlich wesentlich besser ausgestattet für Profi-Hallo 10. Und musste keine Kopfhörer tragen, was eine gute Kombination ist für Profi-Hallo 10. Also, normale Hallo 10 bin ich cool, immer. Profi-Hallo 10, nein, weil sonst werde ich von meiner Freundin erschlagen. Leute, ich glaube, Max ist gerade gegangen. Ich glaube, Max hat keine Lust mehr. Tschüss, Max. Max, wir haben dich sehr gemocht, wir haben dich geliebt, wir haben dich immer sehr geschätzt, Max. Es war schön mit dir. Aber Chat, wir würden einen neuen Kerkerkumpel suchen. Ja, zum Beispiel Butterbro, der hat nämlich gerade mit 300 Bits gecheert. Wow! Ey, danke dir, Butterbro. Danke, Butterbro. Du bist ein viel besserer Kerkerkumpel als Max, weil Max hat uns nie Geld gegeben. Alter Mugel. Oh, Hype Train! Hype Train! Hype Train! Chicke, 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 chicke. Nein, nix. Hype Train. Mugel Evil hat nämlich auch nochmal 500 Bits hinterhergebracht. Was? Alter, wir haben noch nichts gemacht. Wir wissen noch gar nicht, ob der Stream gut ist. Das Einzige, was bis jetzt passiert ist, dass wir technische Probleme haben, weil der Max keinen Ton hat. Max, bedank dich mal. Alter, Max ist so unhöflich. Dass der Max nichts sagt auch. Also, ja, einfach, ich verstehe es nicht. Und er sagt nichts. Vielen Dank auch an Charlie van Hyko für den Follow. Und bei sowas sagt man noch Danke. Also ich verstehe nicht, wie der Max sich nicht bedanken kann. Vielen Dank nochmal für 200 Bits gleich. JL als 2 Stufe 1 Abios. Oh Gott. Leute, danke JL. Danke JL. Was ist los mit euch? Ja, Max, sein Mikrofon geht immer noch nicht. Er guckt auf jeden Fall sehr frustriert. Und, Hallo. Okay. Oh, hallo Max. Ja, es geht immer ein paar Sekunden und dann ist es wieder weg und ich weiß nicht warum. Kann es sein, dass du einen Wackelkontakt im Mikrofon, im USB-Anschluss hast vom Mikrofon? Das ist immer nur, wenn ich mit euch zusammengeschaltet bin. Aloha, ist das nie ein Problem. Weird. Dann liegt es wohl an der Telekom, dann hat die Telekom. Und wenn ich umstecke, das habe ich jetzt ja auch gemacht, auf einen anderen USB-Anschluss, dann höre ich auf einmal auch die Musik, aber die höre ich jetzt gerade nicht. Jetzt funktioniert es ja gerade. Wir sind auf jeden Fall gerade in einem Level 2. Ja, aber das geht jetzt vermutlich so weiter. Jetzt gerade in einem Level 2 Hype-Train, Max. Für dich nicht, aber die Community findet es auch lustig. Genau, wir sind Level 2 Hype Train, für den du dich einfach nicht bedankt hast. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich hiermit ganz herzlich. Der am wenigsten enthusiastische Mensch auf der ganzen Welt. Hände nach oben, applaudieren für Maximilian. Ja, Entschuldigung, technische Probleme fucken mich einfach ein bisschen ab. So, ja, hey, Sie wurden jetzt zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Ja, gut, ich bedanke mich. Ja, danke. So, schwören Sie, diesen Eid zu erfüllen nach dem besten Gewissen mit Amt auf dem Grundgesetz? Ja, danke. So, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 50 Millionen Euro Lottogewinn. Ja, ich bedanke mich. Ah, Gott.
Ja, ebbt denn jetzt dieser Hype Train ab? Nee, oder nicht? Butterbrot 5 Stufe 1. Gott, ey, Butterbrot. Was los? Nochmal Luise, nochmal ein. Oh Gott. Butterbrot ist unser Sugar Daddy, Alter. Der Butter Daddy. Der Butter Daddy. Butter Daddy. Gezuckerte Butter. Alter, vielen, vielen Dank, ey. Wirklich. Ey, ihr seid krass. Ihr seid krass. Wir spielen heute auch noch. Ja, bald. Wir warten den Hype Train jetzt ab und dann gehen wir einfach wieder. Das wär ein klassischer Kerker-Move auf jeden Fall. Ja, so, einfach den Hype-Train abwarten und dann sich wieder verpissen. Ja, das ist also ein Move, der funktioniert nur einmal, ne? Wenn wir das beim nächsten Mal wieder machen, so von wegen, hey, lass uns einfach so tun, als hätten wir technische Probleme. Ich glaube, das nimmt man uns schon ab, dass wir jedes Mal technische Probleme haben. Ist Level 4 Hype-Train schon wieder. Wenn die Leute wüssten, dass wir eigentlich in so einem riesen Sugarbrot. Wenn die Leute wüssten. Evil hat nochmal 300 geballert, ey. Was geht ab? Was ist mit euch? Und JL auch ein Sub geschenkt. Alter. Ich wollte gerade sagen, wenn die Leute wüssten, dass wir eigentlich in so einem riesen Studiokomplex sitzen, uns eigentlich gerade in die Augen sehen können, nur jeder hat so ein anderes Set gegenüber voneinander. Es sitzt eine fette Produktion dahinter. Ja, ja. Und das Komplizierteste an diesem ganzen Stream ist es, die technischen Probleme zu simulieren. Hier über mir ist keine Decke, das sind Studiolichter. Das ist so ein Sitcom-Set, in dem wir alle vier sitzen. Und so ein Typ sitzt die ganze Zeit in der Regie mit seinem Walkie-Talkie und meint, macht jetzt Max sein Mikrofon schnell wieder aus. Mach es aus. Die Leute lieben es. Währenddessen Butterbrot, 400 Bits, vielen Dank. Vielen Dank. Oh mein Gott. Ich bin hinterher. Luise verschenkt ein Stufe 1 Abo. Ihr seid alle komplett bescheuert. Full Disclosure, wir haben das Klima ins Land gekauft, aus der Portokasse. Ja, easy. Inklusive dem Hausboot. Wir sind auf dem Hausboot gerade. Wir haben auf das Hausboot ein zweites Hausboot gebaut. Damit es vom Platz her ausreicht für unsere riesengroßen Egos. Ja, es heißt jetzt nicht mehr Hausboot, es heißt jetzt Buddha-Boot. Ja, aber das ist Buddha-Boot. Zippo hat abonniert, vielen, vielen, vielen Dank. Das Buddha-Boot. Das ist kein Hausboot, das ist ein Hausöltanker. Und in dem ist das Hausboot drin, im Laderaum. Ja, unser Boot hing aber auch im Suezkanal mal fest, jetzt ein paar Wochen. Ja, sorry dafür. Das war, als wir es hierher haben schaffen lassen. Das waren unsere technischen Probleme. Das kann auch. Ja, genau. Zippo hat abonniert, Mugel Evil ballert nochmal 5. Wow, Level 5, Leute. Level 5. Alter. Haben wir das schon mal geschafft? Krank. Ich glaube, Level 5 waren wir noch nie. Wie viele Levels gibt's denn da überhaupt? Ich habe alle. Lass es uns raus. Ich glaube, Level 5 ist das letzte Level. Wir sprühen jetzt das durch. Chica, genau. Wir haben noch nichts gemacht. Ihr seid so verrückt. Ohne Scheiße, ey. Was ist los? Ich war jetzt gerade echt ein bisschen pisst, weil hier bei mir irgendwas gar nicht gestimmt hat, aber jetzt bin ich wieder super nice gestimmt, weil ihr alle so verrückt seid da im Chat, Alter. Musik hört nicht auf. Es wird niemals nochmal aufhören. Nochmal 500 Bits. Vielen Dank. Oh, es ist so geil. Das ist der Hammer. Ihr seid alle bescheuert. So, wollen wir dann schon mal reinchecken eigentlich? Ja, den Hype Train würde ich jetzt gerade mal abwarten. Es kam auch gerade die Aufforderung, wir sollen mal Tipps abgeben, was denn am 13.05. von der Community geplant ist. Und wir können es verraten, wir haben gerade vorhin noch drüber geredet und alle geäußert, wir waren alle auf dem Standpunkt, wir haben keine Ahnung. Und wir können uns gerade immer noch nichts drunter vorstellen. Wir wissen es nicht. Kein Plan. Ich dachte erst, war es aus Versehen geleakt oder so. Sollte es in einem anderen Channel, Chat, was weiß ich. Aber dann habe ich es mir angeschaut und dann dachte ich mir, ich kann daraus nichts schließen. Es ist wohl. Also mein erster Gedanke war so, durch dieses dicke Garn und die Nadel habe ich mir gedacht, vielleicht baut da jemand irgendwie Voodoo-Puppen von uns vier oder so. Wenn ihr da draußen, ich wurde dann darauf hingewiesen, dass ja vielleicht diese Holzplatte auch irgendwas damit zu tun hat, die Holzplatte mit dem Loch, und dann war ich schon wieder völlig überfragt. Genau, wer nicht Ahnung hat, von was wir gerade reden, schaut mal auf unseren Discord. In den Chat und da hat Ui vor ein Bild gepostet und wir haben, wie gesagt, keine Ahnung. Und jetzt erstmal nochmal vielen, vielen Dank an Butterbrot, der nochmal 2 Stufe 1 Abos geschickt hat. Und Mugel Evil hat nochmal Bits rausgemacht. Wow. Was ist los mit euch? Ich hoffe, wir sehen hier keinen. Es ist schwierig, irgendwie durchzublicken noch.
Also die Holzplatte hat alles damit zu tun, sagt Louis. Also mein persönlicher Tipp ist, es sind Kerkerkumpels Muppets. Und ich schwöre bei Gott, wenn ihr Kerkerkumpels Muppets gebaut habt, ich mach mir in die Hosen. Voodoo-Puppen. Voodoo-Puppen und irgendwie gestrickt und dann stecken sie Nadeln rein und wir sterben einfach. Ich glaube auch. Wenn jemals... Und die Community will uns umbringen eigentlich. Ja, das ist ja nichts Neues. So, dass unsere Community uns umbringen will, ist eigentlich... Bei dem ganzen Sport, ja. Ja, Josef nasse Hose Beweisbild wird hier gefordert, gell? Ja, wenn wenn ich meine persönliche Jim Henson Inkarnation von mir selber in der Hand habe, das Beweisfoto spricht dann für sich selber. Nicht, schreibt Louis. Aber ich freue mich mittlerweile, weil Louis meint ja, wir dürfen uns freuen. Ich hatte erst ein bisschen Angst, aber mittlerweile ist es Freude. Ich bin echt gespannt. Ich kann mir nichts vorstellen, keine Ahnung. Ich habe vorher gerade gesagt, ich war in meinem Leben noch nie so im Dunkeln in einer Angelegenheit als da jetzt. Und das macht mich komplett wahnsinnig. Aber es ist okay. Ich erwarte das noch. Es sind ja bloß nur 2 Wochen. Ja, wir schaffen das. Ich freue mich mehr als auf meinen Geburtstag. Ja. Ist tatsächlich 1 Monat vor meinem Geburtstag. Oh, exakt 1 Monat vor deinem Geburtstag. Ja. Crazy. Stimmt. Oh Mann. Wir sind sehr gespannt. So, der Hype-Train ebbt jetzt langsam ab, glaube ich. Ja, das wurde aber auch mal Zeit. Eine Minute noch. Das wurde auch mal Zeit, das war ja eh schon... Ja. Das Sparbuch ist geknackt. Ja, das war ja schon Banane jetzt. Die Rentenversicherung ist gekauft. Die neue Kerkerjacht ist finanziert. Nein, Movie-Evil hat noch nicht genug. Alter. Nee, mehr ballern! Ballern! Oh Gott, okay. Richtig mies die ballern! Die ETF-Fonds sind aufgelöst. Also, mein Gott. Ich weiß nicht, ich wusste, dass das jetzt kommt, aber wir wollten eigentlich echt euch jetzt nicht noch was aus dem Kreuz leiern, wirklich. Nee. Fühlt euch nicht verpflichtet, uns Geld zuzustecken. Wir freuen uns aber sehr. Nee, das verlangen wir schon von unseren Eltern immer. Genau. Ich will gar nicht hinschauen, wenn Mugel und Buddha jetzt dieses Ding zu Sword voll machen, Alter. Mann. Dann gehe ich einfach ins Bett und weine. Ab Level 6 gibt's wieder Chicka Chicka Chicka. Hype Train Erfolg. Nein! Oh Mann, ich glaube, der Max ist wieder weg übrigens. Ich glaube, der Max hat sich zu sehr gefreut, er ist weg, dass er noch mit dabei sein könnte. Super solider Support. Allein. 14 Abos, fast 3000 Bits, Alter. What the fuck? Es ist Wahnsinn. Vielen Dank euch. Dank euch kann sich der Max einen besseren USB-Anschluss leisten. Aus irgendeinem Grund... Es kommt mir so vor, als wäre das dann, wenn ich irgendwie zu laut bin. Kann das sein? Es kann sein, dass es einen Schutz vor zu lautem Signal irgendwo in der Kette gibt, ja. Okay, interessant. Dann schrei einfach nicht so. Ja, schrei nicht so. Stimmt, du bist seit heute auch endlich, schreibst du für uns, wir freuen uns sehr, Patreon auch. Stimmt, habe ich heute auch schon gesehen. Das ist komplett verrückt. Scheiße. Vielen Dank. Absolut crazy. Was bei uns ist so, abgeht. So krass alles, ey. Als wir noch irgendwie als vor ein paar Jahren angefangen haben als Podcast und wir dachten, oh, vielleicht hören uns irgendwie ein paar Leute zu und finden das ganz cool. Und jetzt das hier, ey. Ja, es ist irre. Ja. Es ist jetzt schon mehr als jemals zu erwarten gewesen wäre. So. Aber jetzt würde ich sagen, wenn wir jetzt schon seit fast einer halben Stunde drin sind, schon 5 hatten, Louis schon wieder Wassermarsch einlöst. Louis, Wassermarsch dir. Gutes Timing, Louis. Ich schenke mir gerade nach. Ich habe einen Soundtipp im Chat bekommen, den ich mal kurz nachgehen möchte. Just do it wurde gerade eingelöst. Just do it! Ich höre es tatsächlich nicht. Aber Sound ist... Hast du es in der Szene nicht drin? Sound ist drauf. Ja, Max, wenn du aber jetzt in den Soundeinstellungen den Pegel runterdrehst, haust dich wahrscheinlich genauso raus wie bei unseren Aufnahmen immer. Ha! Ich hab den Sound in der Szene noch nicht drin. Lol. Ich bin übelst der Noob, Mann. Das geht gar nicht. Was hast du?
In der Szene ist der Sound noch nicht drin. Jo. Ah, der Just Do It Sound. Okay, okay. Ja, der wird aber nachgeliefert, ey. Das ist immer ein bisschen, weil wir können das nicht zurückerstatten, weil es direkt automatisiert angenommen wird. Und wir sind schlecht in dem, was wir machen. Nicht absichtlich. Aber das ist wirklich die letzte Szene, in der es nicht drin ist. Ab sofort soll das funktionieren. Ah, das würde ich jetzt nicht so laut versprechen, Simon. Lege mal sollte, just, ich habe gesagt sollte. Es sollte es funktionieren. Lege mal nach. Ja. Passt. Ja, dann starten wir doch jetzt rein ins Spiel, oder? Würde ich auch sagen. Dann wechsle ich jetzt einfach mal. Wir spielen heute... Ja, ihr seht ja, schon da unten, dort unten im Titel des Streams, seht ihr ja schon, dass wir heute wieder eine Runde Geo-Guesser, beziehungsweise wir spielen es in der Geo-Tastic-Version, spielen werden und ich freue mich da total drauf. Ey, der Sound war angeblich. Naja, egal, wir spielen Geo-Guesser. Ja, nachdem ich Simon das letzte Mal so gnadenlos abgezogen habe. Könnt ihr mal, ganz kurz... Ganz kurz. Also seit ich euer Match gesehen habe, Jungs, habe ich so Bock, das einmal auszuprobieren, weil ich war so into, als ich zugeschaut habe. Patrick Simon, lag doch letztes Mal so, so hinterher Simon, und war so richtig angepisst. Und also, seitdem er dann doch noch irgendwie gewonnen hat, nachdem ich einen Fehler gemacht habe, ist er so sassy und heute werde ich ihm die Rechnung dafür geben. Ja. Also ich sehe schon, für Josef und mich wird es wieder so wie bei Mario Kart. Mir werden relativ schnell krass zurückfallen und dann machen das Patrick und Simon unter sich aus. Ich bin asozial schlecht in Geo. Läuft gar nicht bei mir. War ich in der Schule schon scheiße. Wetten ist ein bisschen schwierig, weil wir immer nur bei den Wetten zwei Optionen angeben können. Wüsste ich jetzt, wir können aber Teams bilden. Und weiß ich nicht. Nee, dann würde ich Wetten einfach sein lassen heute. Bis wir ein eindeutiges Ergebnis haben, wo wir dann zwischen zwei vielleicht. Entweder wir werden in der letzten Runde zwischen zwei auswählen lassen oder wir lassen es bleiben. Jo. Wäre mein Vorschlag. Ja, würde ich auch sagen. Es wird so ablaufen, ich mache euch jetzt alle fertig. Danach will Patrick eine Revanche und dann mache ich Patrick noch fertig. Und da können wir dann wetten. Okay. Aber ich wüsste jetzt auch, wen ich setze. Okay. Da werden die großen Töne gespuckt. Alles klar. Wenn wir dann irgendwann mal ein richtiges Spiel spielen, wie zum Beispiel Smash oder so, dann kann man mit mir auch wieder rechnen. Ja, du willst unbedingt, ne? Du willst unbedingt. Ja, Smash ist das Beste. Der Josef will uns auf Smash aufs Maul geben, weil er der Einzige ist von uns, der das kann. Ja, ich kann das. Pummel of Power. Aber ich lass mich trainieren vielleicht. Ja. Also dann, geht's los oder was? Let's go! Start local game. Ich bin so ready. Josef ist Erster. Patrick ist Erster. Ich bin Patrick, was? Ich bin Patrick! Hello, ich bin der Patrick und ich bin auch dabei. Ist da die krosse Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Ich bin Patrick. Simon Großtöne und dann wieder nichts. Ja, okay. Tut mir leid, letztes Mal. Ja, Regensburg. Landstraßen-Shit. Wir sind in Poing. Es ist Landstraßen-Shit. Das ist die 16er zwischen Sinzing und Boing. Das ist B16 kurz vor Bad Abbach. Okay, ich muss jetzt heute mal, ich muss jetzt direkt mal sagen, es ist. Mr. Happy hat Wassermarsch eingelöst, also an alle, die jetzt gerade noch können. Dadurch, dass wir zu viert hier gerade drin sind, ist es sehr, sehr buggy. Muss ich jetzt schon mal gestehen. Naja, buggy ist es nicht. Es hackelt halt einfach sehr, es ruckelt ziemlich stark. Ja, aber vielleicht zur Erklärung. Dass ihr alle seht, was wir hier machen, streamt nur Josef das Spiel und wir greifen alle auf Josefs Rechner zu. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist es relativ kompliziert, unsere vier Kameras mit Ton und dann gleichzeitig noch alle auf Josefs Rechner zuzugreifen, ist alles recht kompliziert. Und das ist auch der Grund, wieso wir heute ein bisschen später drauf sind, als wir vielleicht dachten. Okay, ich kann an diesem Bus leider Gottes nicht erkennen, wo wir sind. Ich hatte gehofft, dass da vielleicht irgendwas draufsteht. Aber ich kann aktuell noch nicht erkennen, wo das ist. Aber das wäre ja dann wahrscheinlich auch ein Reisebus. Der ist ja vielleicht gar nicht von da. Steht da Tijuana? Du darfst ihm keine Tipps geben. Oh, Entschuldigung. Ja, ich bin da so... Oh Mann, ich muss mich da dran gewöhnen. Wir sind kompetitiv. Ich will mal mitraten. Ja, okay. Hass ist schwierig für mich, aber okay. So.
Oh, Hass ist super einfach für mich, Mann. Hass ist mein Leid. Lichtgeschwindigkeit. Lichtgeschwindigkeit. Okay. Déjà vu. Okay, da sind auch ein paar. Never been into space before. Higher. Jetzt schauen wir mal, was da so los ist. Es sind auf jeden Fall Mercedes. Schon mal gut, gute Qualität. Qualität, diese gut. So, ich habe noch 50 Sekunden Zeit und habe bisher keinen Mother-Loving-Plan. Mother-Loving? Ich habe im Übrigen... Ja, ich auch nicht. Mr. Mother-Lover. Ich habe... Und Emerald hat Haltung annehmen gedrückt. Also Haltung annehmen. Meine Haltung ist impeccable, wie immer. Ich hab vor kurzem anstatt dem üblichen Wort Fuck Mothering als mein neuen Ausdruck für finde ich auch super. Person mit übertriebenen Skills. So, Fuck Mothering Comedic Genius. Oh, er hat was gefunden. Da steht sehr eindeutiger Zeug drauf. Also, keine Ahnung, vielleicht war das gerade offensive. Aber ja, der Guest ist nicht schlecht, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, ich habe einfach keine anderen Hinweise. Deswegen bin ich jetzt auf die Türkei gegangen und es war nicht schlecht, würde ich behaupten. Land war richtig. Land, ja. Nice. Ja, das ist doch schon mal nicht der allerschlechteste Guest gewesen. Ich bin damit glücklich und Simon, beat this. Okay. Ja, vielleicht bin ich überhaupt nicht dran. Ja, das wollte ich gerade sagen. Dann wird ist Simon ja gar nicht dran. Continued und wer ist dran? Simon ist dran. Oh, okay. Okay. Du wirst jetzt erstmal dich beschweren, wie buggy es ist und denken, dass es bei mir nicht so schlimm war, aber ich war einfach nur gut. Also. Oh, es ist mega buggy. Es war bei gelbe Nummernschild, ne? Mhm. Oh no. Erster Hammerhinweis. Das ist so ein Hammerhinweis bei Geotastic oder ja. GeoGuessr. Gelbe Nummernschilder, gibt's die? Wo gibt's die? Osteuropa? Nein, es gibt in den GeoGuessr Nerd-Communities gibt's Listen, die du auswendig lernen kannst mit Ländern mit gelben Nummernschildern. Genauso wie du zum Üben am besten mal auswendig lernst, welche Länder denn so Rechts- und Linksverkehr, oder? Linksverkehr haben zum Beispiel, genau. Okay. Aber es hängt wirklich krass. Also, es hängt hart, es ist nicht angenehm. Ja, dann müssen wir jetzt durch, Leute. Josef wird einen erheblichen Vorteil haben bei diesem Spiel. Oh ja, definitiv. Null. Keine Chance, Mann. Ich bin da viel zu schlecht drin. Aber bei dir hängt es zumindest nicht. Ja, also es hängt so hart, holy shit. Ja, aber okay. Im Stream sieht's gut aus, Simon. Ja, das ist schön. Continuous. Wir haben alle die gleichen Bedingungen. Schaut immer aus, als dass du so einen kurzen Hyperspace-Jump mache. Einfach wusch. Ja. Er swirft durch das Universum. Ich fahre jetzt die Straße lang. Ich glaube, mein Guess ist schon ganz gut. So, zum Guessen klickt man dann ins Feld rechts unten, ja? Ja, muss genau. Da setzt du in der Karte einfach irgendwo einen Marker. Okay. Was hat Niederlande gelb? Es klingt nicht gut, wenn ihr nicht. Die machen die ganze Zeit Autowitze im Chat, ne? BMW habe ich vorher gelesen, bei Mercedes weggeworfen. Ist aber ein Klassiker. Das ist gut. Bei uns zu Hause hieß es immer bayerischer Mistwagen. Ja, bayerischer Mistwagen ist ein Klassiker. Die Allgäuer kommen immer nur nicht so ganz klar mit dem Fact, dass sie auch Teil von Bayern sind. Ich wusste nicht, dass, dass Jennifer Lopez jetzt Pellets verkauft, auf jeden Fall. Weil der auf dem Truck hat gerade J-Lo. Also es sieht für mich sehr nach Niederlande aus irgendwie. Ich weiß nicht, dieser Fluss hier und vorher die Zeichen sah auch alles, keine Ahnung. Du darfst nicht, irgendwer scrollt hier mit der Maus rum. Bitte hört auf. Ich scrolle nichts. Ich hab beide meine Hände in meinem Gesicht. Hier kommt aber auch gar nichts. Ich hab beide meine Hände in meinem Schritt. Genau. Ich bin mit Wasser in meiner Hose. Und Nikotin so beschäftigt. Wie immer. Also, ich glaube, besser wird's nicht. Es sieht für mich nach Niederlande aus, aber ich habe keine Ahnung, wo. Es sieht nicht aus, ja doch, es sieht sehr flach aus, aber ich sag mal eher die Richtung hier.
mehr Gases habe ich gerade nicht. Und ich fahre auf die Straße. Immer nur ja, mehr. Ja, das war sehr, sehr gut, Simon. Nicht schlecht. Das war richtig geil, ja. Das war richtig gut. Hat aber mein erster Gast aber noch besser gewesen. Der wäre hier irgendwo gewesen. Mhm. Er fuhr fort und kam nie wieder. Ja. Ich komme vom Dorf, ich habe nur nichts von der Welt gesehen. So. Continue. Oh Gott, ich bin dran. Okay. Josef ist dran. Let's try this. So, Josef, first okay, timer, wir genau. Wir sind auf jeden Fall. Das ist die Ochsenstraße Feldweg. In Straubing. So, original. Soll die einfach straight in Josef sein Garten? Das wäre schon nice. Es sind halt Kühe. Alter, wo zur Hölle bin ich hier? Ich muss irgendwo hin, wo irgendwas Alter, ist. Bei mir ist es so verpixelt, weil du so schnell klickst. Bei mir sieht man ja, er muss aber erstmal irgendwo hin, wo irgendwas ist. Ja, bei ihm ist es wahrscheinlich auch nicht so verpixelt, deswegen alles gut. Ja, doch, bei mir ist auch übel verpixelt. Wo bin ich hier? Alter, da kommt heute nichts. Da kommt heute gar nichts. Gar nichts. Null. No chance. Nur den ganzen Weg wieder zurückswerfen. Musst du nicht in die Richtung einfach weitergehen? Das ist. Ich glaube. Es geht ja um Zeit, Bruder. Ja, Mujo meint, wenn du links kannst du auch zurückgehen oder unten irgendwo. Da kannst du auf deinen Startpunkt. Nee, links dieses mittlere Zeichen des. Okay, back to start. Sehr gut. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, in welche Richtung ich gegangen bin, Leute. Da waren die Kühe, da wollen wir nicht lang. Mujo meint diese Kühe definitiv Bayern. Ja, also ich hätte jetzt auf Straubing. Ich hätte jetzt auf Straubing. Das sagt nur jemand, der nicht in Bayern wohnt. Ja, und Mr. Happy Mind könnte echt bei mir hinten draußen sein. Also. Ja, das ist mies, Mann. Hier ist halt gar nichts. Am Ende ist das echt irgendwo in Deutschland, ne? Das war ja schon funny. Es schaut halt einfach asozial nach irgendwo in Straubing aus. So irgendwo die idyllische Straubinger Pampa. Ja, aber kannst du den Kontinent mal einordnen? Holy shit, wenn das in fucking Plattling ist oder so, Alter, dann sterbe ich heute. Also, wie mache ich das? Okay, Europa, Deutschland. Also bist du für Deutschland? Denkst du, das ist in Deutschland, Josef? Bist du für Deutschland, Josef? Ich habe das dunstige Gefühl, es ist in Straubing. Dürfen wir einen Tipp geben? Nee, du darfst ihm gerne einen Tipp geben. Der Josef ist noch nicht der erfahrenste Spieler, den darf man schon Tipps geben. Ja, ich sag mal, Google ist in Deutschland sehr wenig unterwegs. Deutschland ist ein digitales Entwicklungsland quasi. Ja, weil in Deutschland wird direkt verklagt, wenn das Google-Auto kommt. Das heißt, das Doodle-Auto. Das macht eine Umfrage. Das ist nur in größeren Städten eigentlich unterwegs. So. Ja, das ist nur in größeren Städten eigentlich unterwegs. Ja, das ist mies, weil ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich würde aber trotzdem mal so den Germany-Guess machen. Ich bleib bei Straubing. Da hinten sind Häuser. Da sind Häuser! Fahr doch mal da hinten. 8 Sekunden, viel Spaß da. Okay, das wird nichts mehr. Finish Guess. Ich glaube, dass es irgendwo Straubing. Hoch im Norden ist. LOL, es ist halt Estland! Ich glaube, ich hätte auch Litauen oder so getippt. Estland wahrscheinlich nicht. Oder Finnland. Oh, hallo 10, Leute. Oh. Es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr wichtig zu wissen, dass Estland exakt genauso ausschaut wie die ländlichen Regionen in Straubing. In Niederbayern, ja. Ich mache jetzt einmal eine Profi-Version, um mich dafür zu entschuldigen, dass ich vorher falsche Versprechungen gemacht habe. Ich bin heute im Übrigen zum ersten Mal in unserem Stream ohne Socken am Start. Mit ohne Hose, was? Na, Hose habe ich an, erstaunlicherweise, aber Socken keine. Komisch, ja. Ja. Ist übelst weird. Ich klicke mal auf Continue, dann bleibt eigentlich bloß nur das Maxchen. Bam! Ja, aber der Max muss selber dann auf Start drücken, der ist noch nicht bereit gerade. Ja, dass der Max noch nicht bereit ist, das ist mir schon klar. So, Max. Ich hab sogar 3 Liegestützen gemacht, weil ich Bock drauf gehabt hab. Oder Bro meinte, er hätte Estland getippt, er war da schon mal, aber das kann danach ja jeder sagen. Also, ich kann ja auch behaupten. So, ich bin prepared und aber los. Am besten nicht davor in Chat schreiben, ihr habt es jetzt natürlich ein bisschen schwer. Ich glaube, der Max ist die gut Zeit in dem der Landstraßen. Spiel. Ja. Ich bin jetzt auch schon wieder auf irgendeiner Landstraße.
Ich weiß nicht, warum ich das denke bei dir, aber ich glaube, du bist in dem Spiel gut. Na, der Max hat auf jeden Fall den Nachteil, dass er permanent ins gleiche Auto reinläuft. Zieh dir das rein. Ich weiß ja die Steuerung gar nicht. Wie komme ich nach vorn überhaupt? Indem du einfach klicken nach vorn. Ja, aber das habe ich ja gerade gemacht. Und dann passt das. Doch, du fährst. Aber rückwärts. Ja, du fährst gerade rückwärts, genau. Und das Auto fährt dir im gleichen Abstand hinterher. Ach so. Und gedrückt halten kannst du dich umschauen und so. Aha. Okay. Aber es hängt halt ziemlich bei uns leider. Ja. Aber wenn ich dieses Ding nach vorne bewege und klicke, dann bewege ich mich, ja? Genau. Ja. Genau. Du hast unter dir auf dem Boden auch so Pfeile, mit denen kannst du auch dich bewegen, wenn du willst. Genau. Aha. Und da wird dann sowas eingeblendet auf der Straße, wo du ungefähr hinfährst. Mhm. Also das ist ja sehr eindeutig, oder Simon? Was? Ja, das weiß man doch. Ich hab einen Guess. Also den Strommasten, den kennt man doch. Wie kann ich denn zoomen? Mit dem Mausrad. Mausrad, okay. Oh mein Gott. Da ist ein Ortsschild. Das ist gut. Das schauen wir uns mal an. Vorne, hinten, vorne, oh, hinten, Laff hat gesagt, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Kalfholz. Okay, das klingt nordisch, auf jeden Fall. Oh, das ist natürlich ein guter Tipp. Kalfholz. Was steht da für eine Zahl daneben? Kalfholz 288, das könnte wohl irgendwie dann die Bundesstraße sein. Ja. So wird man es wahrscheinlich in Deutschland nennen. Oder Rap. Kalfholz. Ja, Kalfholz 288 Straßenbande. Ja, Mann. Kalfholz Straßenbande. Geil. Ist dieses Auto, ist es dann ein Google-Auto oder was, das da dann immer mit auf dem Foto ist, was immer hinterherfährt? Nee, aber stell dir mal vor, das Google-Auto fährt da lang, dann ist natürlich immer das gleiche Auto hinter ihm, bei jedem Foto. Ja klar, das macht Sinn. Das macht ja einfach nur Sinn. Kalfholz, okay. Ja gut, aber das kann natürlich jetzt immer nur in Norwegen oder in Schweden sein oder in fucking Dänemark. Ja, ich habe auch einen Guest und du hast ihn noch gar nicht genannt. und kann der Chat mal sagen, ob die Musik zu laut ist? Wir können sie gerade nicht ändern, während Max spielt, aber... Ich höre die sowieso nicht. Es wäre so geil, wenn ich eine Flagge hätte. Das ist natürlich immer der Jackpot. Alles gut, ne? Simon. Voll. Musik ist gut, die Leute feiern. Hä? Was ist jetzt? Du hast umgeschalten. Schau, links oben, glaube ich, kannst du wieder zurückschalten. Oder? Ich hab gar nicht... Nee. Hä? Du hast jetzt dein Guess aus Versehen gegeben, glaube ich. Was? Wo sind wir denn jetzt? Gehen nochmal zurück. Oh, du hast einen anderen Tab geöffnet. So ein Chaos hier. Ich habe gar nichts gemacht. Du hast irgendwo hingeklickt aus Versehen wohl. Wo du nicht hinklicken solltest. Oh Mann. Oder war die Zeit abgelaufen? Hat jemand die Zeit im Blick gehabt? Ja, wahrscheinlich war die Zeit einfach... Oh, okay. Aber wir haben jetzt gar nicht geschaut, wo er geklickt hatte. Ja, nee, ich habe ja gar... Mann, ihr hättet zumindest irgendwie in Skandinavien einer geklickt oder so. Mich jetzt interessiert, ich glaube, ich hätte auf Irland oder sowas getippt. Nee, Irland, es waren schwarz-gelbe Pfeile, das... Max macht alles kaputt, schreibt Butterbrot. Ich weiß nicht, was gerade war. Ich habe nur in dieses Fenster reingeklickt, so wie ihr auch alle. Ich habe nichts anderes angeklickt. Das Auto hinter dem Google-Auto ist das Doodle-Auto, was mit dem Google-Auto eine Umfrage macht. Nein. Sorry, ja. Leute, ich springe mal ganz kurz raus. Was hat denn der Chat gegessen? Sagt mal was eure Schätzung gewesen wäre. Ja, wir werden es nie rausfinden, leider. Doch, warte, wir haben doch hier in dem anderen Tab haben wir es doch gerade offen. Ja, genau. Aber das war das sein Guess? Nee, oder? Das ist, glaube ich, wo es... Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich weiß es nicht. Warte, ich scroll mal raus. Ich versuche es mal rauszufinden, wo wir gewesen wären. Oh, vielleicht Island. Ich glaube, ich habe gerade die ganze Weltkugel Island rausgesucht. Oder Irland, hätte ich, glaube ich, gesagt. Oh, ja. Es ist Island. Island. Funny. It is. Okay. Okay, dann schauen wir mal, was jetzt bei mir so rauskommt. Mach mal den Tab zu, oder? Noch. Ja, mach ich. Und was jetzt das nächste so ist, ich bin... Jungs, was habe ich getan? Wie kann das sein, dass ich einen neuen Tab aufgemacht habe? Ja, ich nutze jetzt kurz meine Zeit, meine ersten Sekunden, um dir das zu zeigen. Hier unten
Wenn du hier bei der, bei der Google Map irgendwo auf das Google Logo oder so drauf drückst, öffnet es einen neuen Tab, öffnet es das Google Dings. Ja, ich bin jetzt hier natürlich komplett in der Prärie gelandet. Ja, okay, aber hier sind so gar nicht so schlechte Häuser. Das ist gar nicht, also es könnte schlimmer sein. Wo sind wir denn? Entschuldigung, Sie da? Wo sind wir? Du bist voll vorbeigefahren einfach. Ich hab sie vorbeifahren so, Entschuldigung! Entschuldigung! Ich hab sie überfahren, es tut mir leid. Das ist wieder was für ein Simon. Oh nein! Oh mein Gott, das gibt's ja wohl nicht. Alter, so viel Glück kann man nicht haben. Das gibt's doch nicht. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo das ist. Ach, come on. Dann musst du es selber rausfinden. Mein Gott, ey, ich werde im isländischen Karstgebirge abgesetzt, ne? Und er hat einfach, ach komm. Ja, wo ist das denn jetzt? Ja, ich kann das so auf dem Tablet. Auf Idas Fuchsbau und übrigens auf Tier 1 subscribed und wup wup geschrieben. Ich sage ein wup wup zurück. Oh Gott. Ja, ich bin echt auch nicht gut in Erdkunde, muss ich gestehen. Und ja, ich weiß nicht. Doch, da. Ich hab's gesehen. Na eben. Aber dann habe ich zumindest das Land. Das bringt mir jetzt auch noch nicht so viel. Ich brauche ja jetzt die Stadt auch noch. Stadt. Ich bleibe jetzt erstmal hier und schaue, ob ich hier noch irgendwelche popular Landmarks finde. Also es sieht, ich war in Kambodscha. Jetzt lacht er gleich in so fucking Angkor Wat Tempel-Ding, ne, was einfach jeder kennt und dann, okay. Riesenschild. Hast du ihm schon gesagt, wie das heißt dann? Ich glaube, das ist nicht in Kambodscha. Bin mir aber nicht sicher. Angkor Wat, doch klar. Schon? Okay. Ja klar. Bei Siem Reap, Riap heißt die Stadt dazu. Aber das ist nicht da. Das könnte, aber ich, also. Es sieht wahrscheinlich in Kambodscha sehr viel ähnlich aus, aber es sieht so ein bisschen aus wie da, wo ich auch mal... Ja, also ich habe, hier hinten sind Berge, ich habe jetzt gerade, ich schaue jetzt mal, wo ich mich hinsetze, ich würde mich eher hier südlich, ich würde mich hier ungefähr hinsetzen, also ich bin gar nicht so schlecht mit dem Punkt gerade, finde ich, weil das hier sieht nach Bergen aus, nee, das sind Berge, aber ich bin auf jeden Fall hier so irgendwo am Übergang zu Bergen und ich finde... Am Alpenrand. Ja, ich finde, ich bin sehr südlich. Ja, ich hätte auch die Umgebung von Phnom Penh genommen, ja. It's a holiday in Cambodia. Oh, das war sehr gut, Leute. Bist du bei Phnom Penh? Das war Killer, Digga, damn. Ja, rechts unten, das dürfte Phnom Penh sein. Oh, das war wahnsinnig gut. Okay. Das sieht aus wie das Umland von Phnom Penh. Fuck, das hätte ich gewusst, naja. Wo ist denn der Josef? Josef? Der Josef ist weg. Aber ich bin ja als nichts dran, oder? Wir können Josefs. Ja, aber geht's dem Josef gut? Ich hoffe, Josef. Leute. Hauptsache, Josef geht's gut. Schreib mal in den Chat. Josef, wo bist du? Wo ist Josef? Ist Josef in Kambodscha? Josef ist direkt los, jetzt hat er einen Flug gebucht. Ja. Das muss ich mir anschauen. Nice, danke schön. Danke für euren Support im Chat. Dankeschön. Ah, Gott. Ja, Simon wird jetzt mitten in der Stadt gedroppt. Das ist natürlich Simon ist mitten in Bielefeld. Ist natürlich auch immer sehr ergiebig, mitten in der Stadt gedroppt werden. Mhm, da ist schon mal irgendwie so ein Hotel-Ding oder was auch immer. Josef verlässt das sinkende Schiff. Es ist wirklich ein Hotel, Polar. Hallo, Yannick übrigens. Ja, gut. Das ist halt eindeutig. Josef ist geplatzt. Ja, okay, ich weiß, welche Stadt das, welches Land das ist. Glaube ich. Es könnten natürlich auch einfach wahnsinnige Fans von Schweden sein, Simon. So, die sich denken, ey, wir machen jetzt ein Hotel auf und finden Schweden voll nice. Aber kennst du das? manchmal ist man sich dann irgendwie doch nicht mehr so sicher. Plötzlich, kennst du das, wenn du Ja. Norrbotten. Norrbotten. Ich bin vor allem in Flaggen auch sehr, sehr schlecht. Und ich habe immer so eine Vermutung,
Aber also ich bin mir zu 80% sicher bei vielen Flaggen und habe dann einfach wahnsinnigen Druck und wahnsinnige Angst, mich zu blamieren, indem ich eine Flagge falsch ordne. Ja, genau. Auch das, ich meine, ich kenne, wenn du mich fragst, die Flagge von Schweden, kann ich dir sofort sagen. Aber wenn du dann die siehst und dir denkst, ist es wirklich. Ja, und dann Schweden? Vor allem, wenn du bei Wer wird Millionär auf dem Stuhl sitzt oder übrigens, eben... Übrigens, geilster Name hier, Uppsala. Ja, Mann. Genau, aber die Typen, die hier die Bus Company haben, seien die härtesten Ficker, weil die haben sich einfach mal Bus Gods genannt. Bernie Mac schreibt: Was ist denn mit Josef los? Das sieht gar nicht gut aus. Josef setzt Tarnummer ein. Oh, schau, da wohnt der Elon Musk. Schau. Da ist der Elon. Elon. Free Farbe. Ja, da gibt's Farbe. Ja. Ist das Solarium? Ich glaube, besser als Norrbotten finde ich es nicht mehr, aber nee. Ich weiß halt null, wo Norrbotten ist. Der Norr klingt nach... Aber es sieht nach mehr Stadt aus. Ich glaube, ich bin im Süden von Schweden schon recht gut unterwegs, weil es sieht sehr zivilisiert aus, also nach einer auch etwas größeren Stadt oder Ort. Aber es könnte auch sein, dass Schweden ist leider sehr groß, ne? Habt ihr eine Ahnung, wo Norrbotten ist? Nein. Überhaupt keine Ahnung. Ich hätte jetzt mal vermutet, es hat irgendwas mit Norden zu tun, weil Norrbotten, aber das kann auch komplett schwachsinnig sein. Also. Ja. Sag doch, es ist im Norden. Aber hier unten ist auch, schau, hier ist ein Nord irgendwas. Nord. Ja, das ist Nord. Ja, aber mit Doppel-R, oder? War das auch mit Doppel-R gerade bei dir? Warte. Mr. Happy schreibt, ich bin froh, dass ich weiß, wo Poing ist. Ja. Und man schreibt es nicht Poing, weil Poing ist woanders. Poing ist in der Nähe von München. Das, was du meinst, ist Poigen, also mit GN. Ja, da wo der Urban Dream ist. Ich schaue, hier stand überhaupt kein Norrbotten. Genau, da wo Urban Dream ist, das beste Trommelgeschäft der Galaxis. Ja, warum sollte der Reisebus auch in Norrbotten rumfahren, der aus Norrbotten ist? Ja, das sah aber nicht nach einem Reisebus aus, sondern mehr... Ein Stadtbus, stimmt. Das war eher so ein Stadtbus. Ja. Norrbotten klingt aber auch nach ein bisschen der Region in Schweden, oder? Ja, das stimmt. Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, wo Josef ist. Also... Das Schöne ist, selbst wenn Josef jetzt weg ist und nie wiederkommt, wir können ewig hier streamen, weil es läuft. Es läuft ja, wir können YouTube-Videos zusammenschauen, es funktioniert alles. Eigentlich alles nur positiv und es gibt keinen Josef, der uns dagegen reden kann. Ja, ja gut, dann... Wir können jetzt mit dem Chat Canon spinnen, der dann einfach Tatsache ist im Podcast. Weil wir uns jetzt hier einigen, wir können jetzt... Ja stimmt, jetzt wäre eigentlich ja der Josef dran, gell? Josef ist tatsächlich in Point. Ich bin mir vor allem nicht ganz sicher, man sieht Josef ja, also man sieht das Bild von Josef ja hier unter mir noch. Und hier, da wo eigentlich Josefs Mikrofon ist, ist so ein bisschen Stoff oder so ein Pulli oder so. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob Josef nicht einfach umgekippt ist, weil ich habe ihn nicht weglaufen sehen. Ja, das ist wohl wahr. wo ist denn mein Handy? Hat er was geschrieben an uns, oder? Nee, hat er nicht. Nee, hat er nicht. Scheiße. Soll ich mal jetzt für Josef spielen dabei, oder? Nee, wir warten jetzt auf Josef, wir kriegen das schon. Also, na gut, dann nutze ich die Zeit und gehe aufs Klo. So. Ja. Wir können ja jetzt theoretisch beim Josef auch alles... Wir sind können, ja auf seinem Rechner drauf. Ja, wir könnten theoretisch mal ausprobieren, was passiert, wenn man POR als Suchbegriff in die Suchleiste eingibt. Was da so rauskommt bei. Man könnte mal ausprobieren. Josef ist ein Frosch unter dem Pulli, meint Moogle Evil. Und ich halte es auch nicht für ganz unwahrscheinlich, dass Josef zu einem Frosch mutiert ist oder zu einem Werwolf. Ist vielleicht Vollmond zurzeit? Es war großer Mond, dieser rote, fette Mond war jetzt. Pink, oder Pink Mond, oder irgendwie so hieß der. Pink Mond. Pink. Just give me a reason.
Noch nicht, oder? Nein, kein Film. War Dienstag. Erstmal Facebook-Post absetzen unter seinem Namen, ja, meint ihr? Nee, wir sind liebe Leute. Deswegen tun wir sowas nicht. Aber es sieht so aus, als würde Josef wiederkommen. Oh, das sieht sehr nach Josef aus. Ja, he back. Howdy ho. Er lebt! Er ist noch am Leben! Yeah! Josef! Yeah! Wir haben dich so vermisst! In der Zwischenzeit ist der Max weg. Okay. alles gut bei dir, Josef? Ja, hier gebraucht waren Business Firma Lex ist okay. Auf jeden Fall heute hart am Start und das führt zu unangenehmen eBay-Kleinanzeigen Zwischenfällen. Wir hatten schon Angst, dass du dich in eine Kröte verwandelt hast, Josef. Habe er zwischendurch, aber ihr wisst ja, ich als alter Warlock kann relativ viel Sachen. Hallo, ich bin wieder Josef da. Josef zurückgekehrt, hurra! Ja, es wurde schon spekuliert, dass ihr zwei die gleiche Person seid, weil Max raus ist. Und Josef. Ich habe Josef und Max noch nie in meinem Raum zusammen gesehen. Ah, oh, es ist schön. Fun Fact: Wir wissen nicht, wer der Klon von wem ist. Ja. Aber wir sind Klone voneinander. Ja, genau. Das werden wir niemals erfahren. Sehr, sehr schön. Josef, du bist dran übrigens. Oh Gott, ich bin dran. Josef, du bist dran. Prepare yourself. Okay, I'm prepared. Ja, Moogle Evil wäre fast neuer DM von uns geworden. Ah, siehst du mal. Okay, wo bin ich hier? Es war kurz davor. Stimmt, und Max Mikro hat schon lange nicht mehr ausgesetzt. Ziegelbauten. Das ist auch wahr, ja. Das ist doch Poing, oder? Ist das nicht Poing? Und Salzfotos ist im Chat und sagt, dass unser Podcast nice ist und er sich 3 Folgen die Woche reinziehen könnte. Salzfotos, den habe ich ja lange nicht mehr gehört. Was macht die Bemalerei, Bruder? Ich hoffe, deine Primaris kommen gut voran. So, Josef, hast du schon Guess? Der Topic übrigens, Salzfotos, ist einfach random. Random Drop. Also ich bin jetzt tatsächlich an einem Punkt, wo ich sage, wir sind jetzt irgendwo in Norwegen. Ja. Küstgewölgen. Könnte auch Schweden sein. So heißt der Mülleimer. Büstgewölgen. Ich würde jetzt gerne Büstgewölgen googeln, aber dann wäre es nicht mehr GeoGuessr, sondern GeoGoogler. Und das ist eigentlich auch nicht cool. Ich habe in 1 Minute 50 Zeit. Wenn du dir einen Bus kaufen willst und fragst, wie viel Tonnen der hat, dann sagt der Mechaniker, es tut mir leid, ich habe noch nie den Bus gewogen. Gottmat, ich glaube, es ist Dänemark. Dänemark. Ich gehe in den Dänemark. Das ist mal falsch. Wir wollen nach Europa. Hier. Nee. So, Niederlande. Und ich würde sagen, das ist irgendwo hier. Natur, Kultur, Gottmat. Schon, oder? Klingt sehr genau. Wo sein Gottmat ist. Ja. So, gucken wir mal. Psych, es ist Schweden. Ja, ich habe das Gefühl, es ist immer Schweden, Mann. Schweden ist super Schweden. Überrepräsentiert. Aber dieses rote Häuser sind doch so typisch Schweden. Aber da war gerade eine .nu-Domain. Also ich bin jemand, ich schaue bei GeoGuessr sehr auf Domains, weil das gibt sehr, sehr gut Aufschluss. Und da war gerade eine .nu-Domain und das ist eine Insel. Flixchen, Wassermarsch, meine Herren, zum Wohl. Cheers. Ein letzter Schluck für dich. Zum Wohl. Sag mal, Simon, hat das was damit zu tun, dass Schweden sehr gut erschlossen ist? So Google Street View-mäßig? Ja, okay. Also ich bin fast immer, also es ist oft Estland oder Schweden. Also wenn es nordisch aussieht, ist es fast immer Schweden. Okay. Okay, interessant. So, Max, ich bin sehr, sehr gespannt. Das hat recht, das Vorfahrtsschild, das war rot-gelb, rot-gelbe Vorfahrtsschilder auch. Diesmal versuche ich es nicht zu verkacken. Okay. Versuche einfach nicht viel zu klicken.
Ja. Da ist eine Telefonzelle oder eine Toilette. Ich bin mir noch nicht sicher, was es ist. Ist jemand, schon da ist jemand, den ich fragen kann. Ich habe auch eine Idee gerade. Soll das schon wieder Schweden sein? Nee. Vielleicht. Wäre jetzt nicht mein Guess, sag ich mal. Nee. Mich würde es interessieren, ob wir den gleichen Guess haben, Simon. Das können wir jetzt nicht rausfinden. Schick's mir mal auf WhatsApp, dann sage ich dir, ob ich es selber gemutet hätte. Es sind weiße Menschen, aber das grenzt das Netz sehr ein. One way unfort. Okay, da steht schon mal One way. Es ist Englisch. Okay. Vielleicht ist es wirklich in Großbritannien. One way unfort. Guck mal das Auto an. Das Wort klingt, als wäre es vielleicht in Wales. So, und dann, da ist auf jeden Fall ein Auto mit der Lenkung rechts anstatt links. Ja, also es ist auf jeden Fall Großbritannien. Das ist schon mal gut zu wissen. Kann ich das jetzt in der Karte schon mal einloggen, oder? Ja. Du kannst da reinzoomen, genau. Ja. Und ja, zwar, das ist sehr gut. Ich geh jetzt sicherheitshalber schon mal nach Wales, so ein bisschen, weil das klingt hier sehr, als wäre es schon britisch, aber halt irgendwie gälisch, so ein bisschen. Sehr gut, ja. Das haben wir tatsächlich. Haben Simon und ich gerade im Chat besprochen. Also, es könnte Wales sein, es könnte natürlich ein Irland sein, das ist auch klar. Aber ich denke mir, mit Großbritannien im weitesten Sinne bin ich schon mal nicht so ganz falsch. Hier haben sie die Stampen am Boden, ja. Okay. Ich bin ja voll auf dem Fahrradweg unterwegs, Alter. Aber es ist schön da. Es ist idyllisch, ja, definitiv. Das gilt für große Teile der britischen Inseln, dass es da ziemlich schön ist. So, jetzt schauen wir mal. Hier gibt es vielleicht nur Schild. Road. Da steht Road auf dem da Schild. Da steht Road. Aber das Schild da hinten ist sehr, sehr interessant. Genau. Aber du hast nur noch 17 Sekunden, Max. Ja, aber ich komme nicht weiter. Nee, das war jetzt zu spät. Arverth. Ja, okay. Boah, aber das richtig war nicht gut. Aber das war sehr gut, Max. Es ist Wales. Ja, es war echt gälisch oder sowas. Ja. Es ist Wales gewesen, holy shit. Voll geil. Cheers auf mich. Ja, sehr gut. Maximales Max. Sehr gut, Max. Kleiner Disclaimer, wir spielen übrigens Geotastic, nicht Geogesser. Sollten wir vielleicht dazu sagen? Ja, sollten wir. Das Gute an Großbritannien ist halt auch, obwohl ich jetzt gefühlt weit weg war, waren es doch viele Punkte, weil es halt auf dem globalen Scale doch also, mal dran war. Wurde wieder Wassermarsch eingelöst. Oh, Wassermarsch. Bevor ich Wasser, was zu trinken noch. Ja, bevor ich Wassermarsch mache, Simon, ich möchte dir noch einmal kurz sagen, dass ich vor dir bin. Knapp vor dir, aber ich bin aktuell vor dir. Ja, jetzt kommt ja jetzt erstmal dein Guess, Alter, wo du wieder irgendwie nicht Südafrika erkennst oder so. Wo ich dir wieder helfen muss mit der Flagge. Im Dänemark, im Dänemark heute im Sonderangebot Rauchgranaten, explosive Ratten, welche den sicheren Sieg im Nachbarschaftsstreit sichern. Was? Oh Mann. Ja, es gibt sehr viele Linksverkehrsländer, das ist klar, ja. Ich bin super weit hinten und ich glaube, in einem Geogesser Mittelerde würde ich erheblich viel besser abschneiden. Das wäre doch einmal was, oder? Ja, es wäre toll. Man kann mal ein Geogesser mit der Map von Skyrim machen. Das war cool. Emerald der Heilige hat Hallo 10 eingelöst. Ich mache das eben noch vor meiner Runde. Wisst ihr, wo ich verdammt gut wäre bei Geogesser? Bei einem GTA 5 Geogesser wäre ich der Pro. Da wärst du der absolute Oberkönig.
Oder noch besser bei GTA San Andreas. Wenn du mich irgendwo in der Map in GTA San Andreas abwirfst, dann kann ich dir sagen, wo ich bin. Ja, aber GTA San Andreas ist halt ungefähr ein Fünftel von GTA 5. So von der Mapgröße. Ja. Ich mache immer Profi-Version, weil es einfach cool ist und weil ich das Gefühl habe, dass es mir gut tut. Ja, Simon muss noch einmal Hallo 10 machen, der kommt gerade wieder an. So, dann starte ich jetzt mal rein und schaue, wo ich jetzt wieder lande. Wow, ja. So, hör mich, so, ich bin wieder da. Der gute alte Billie Merkant. Ja, ja. Du musst noch Hallo 10 machen, Simon. Habe ich gerade schon, bevor ich mir den Kopfhörer aufgesetzt habe. Ah, okay. So, Schellen Manfred, 100 Bits geballert, Alter. Dankeschön. 100 Schellen. He is watching us. Ja, he's watching us. Ich finde Schellen Manfred. Ja, Osteuropa irgendwo, einfach. Oder? Es wird sich gerade über Skaven unterhalten. Ich find die Skaven hammer cool. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja, ich spiel sie gerne in Total War Warhammer. Icket Claw ist der beste, Mann. Bei Science! Sorcery! Yes! Also da hinten wohnt auf jeden Fall Amarius. Ja, genau, das ist Amarius. Den habe ich schon mal gesehen, das ist Amarius. ich kenne Amarius. Oh, also Wechselstube, ja, ich muss lesen können, was das für eine Sprache ist. Werbung. Express-Kurier. Und da ist ein Express-Kurier. Aber falsch geschrieben. Ja, haben so, sie falsch. Ist der dumm. Das ist schon echt peinlich, wenn du auf der Werbung von deinem Auto das falsch schreibst. Express-Kurier. Ganz klar Berlin, sagt Zahlfe das. Ja, habt ihr gesehen, Berlin-Neukölln. Auf dem Bild gerade eben war die Frau noch dran und jetzt ist sie fertig. Das ist schon mal schön. Der ist auf jeden Fall lustig. Ja. Da manchmal hört man so kleine Geschichten irgendwie. Also hier komme ich nicht weiter, muss ich ehrlich gestehen. Das ist wahrscheinlich der beste Tipp, den ich bekommen kann. Wir haben auf jeden Fall so einen Hut auf dem C. Wir haben so Akzente auf dem Buchstaben C und ich schaue jetzt mich einfach mal um, welche Länder das denn machen. Ich hätte auch gerne so einen kleinen Hut auf meinem C. Moldawien macht das zum Beispiel. Auf dem großen C einfach so ein Hut drauf. So. Es ist schon was so eher... Wo wird das gemacht? Serbien, hier sehe ich das öfter, aber die haben halt auch irgendwie... Glaube ich nicht, da sind wir nicht. Vielleicht sind wir hier irgendwo. Ihr habt halt übelst die Strategie, du und der Simon. Ist es so grundsätzlich so ein Ding für euch, dass ihr immer hart competitive seid? Ja, das ist auf jeden Fall ein Ding von dir. Das kommt halt davon, dass man dann oft auch gewinnt und dann will man das auch beibehalten. Ah, okay, ja. Das macht natürlich Sinn, Simon. Also ich bin in solche Spiele immer eher so, dass ich generell mit wenig bis keiner Erwartungshaltung reingehe und... Nee, also bei mir kommt es immer drauf an. Also ich bin bei Spielen nicht so kompetitiv an sich, was mich aber mega schnell aufregt, wenn ich das Gefühl habe... Oh, es war doch da unten. Ach Mist, es war doch... Ich habe im letzten Moment umgewechselt. Auf Litauen noch gesetzt. So. Aber es war doch in... Ist es noch Serbien? Kann es... Seht ihr das? Ich bin im Spiel, also wenn das wenn war, Spiele... ja, immer, war ja immer nur ganz gut, das ist immer nur über 4000 Punkte bekommen. Also. Ja, aber Serbien hätte ich wirklich nicht getippt, weil Serbien ja die eigenen Schriftzeichen auch hat und die habe ich nirgends gesehen. Ja. Welche eigenen Schriftzeichen? Kyrillisch oder was? Ja, eben. Aber ich habe nirgends, ich habe doch überall arabische Schrift gesehen. Bist du sicher, dass in Serbien Kyrillisch geschrieben wird? Ja, schau mal hier auf der Karte. Ja, stimmt. Ja, ich seh das nicht sehr gut auf diesem gescherten Monitor, den wir hier haben. Okay, ja, ich bin mir sicher. Und ich hätte es nicht erwartet. Also, Mai, ich. Okay. Jetzt kann mich Simon überholen. Viel Spaß, Jetzt Simon. Ja, richtig. Ich wollte noch fertig abschließen. Ich bin sehr kompetitiv oder sehr schnell angepisst bei Spielen, wo ich finde, dass sie unfair sind. Das nervt mich manchmal sehr. Oder wenn man zum Beispiel Phase 10 hasse ich, weil da der Fortschritt die ganze Zeit wieder kaputt gemacht wird. Oh ja, Simon, wir haben doch mal einmal, wir haben einmal zusammen Phase 10 gespielt. Das war sehr schön. Ja.
Alter, ich würde. Das war sehr schön. Das hast du auch nur sehr schön gefunden, weil du gewonnen hast, vermutlich. Ich fände es so toll, mit euch einmal eine Runde. Oh, ich kann euch kurz. Das wäre so lustig. War das gerade auf Deutsch? Oh mein Gott. Ich kann euch gerade. Ich habe das Gefühl, hier klickt noch jemand rum, kann das sein? Ich klick nicht. Meine Hände sind auf meinem Kopf. Gyros Peter. Ah, das ist doch. Das ist. Wo ist das? Auf jeden Fall. Also, das ist doch. Das ist doch Deutschland, oder? Das ist doch safe. Also. Bitburger. Das ist dieses Germany. Ah, okay, bitte ein Bit. Ja, das sieht sehr deutsch aus. Auch hier diese Allee. Ja, und das Publikum, bitte. Ja, und im nächsten Bits. Garten, in den du reinschaust, steht ein Gartenzwerg wahrscheinlich. Allee. Und bester Tipp, dass es Deutschland ist: alles ist geblurrt. Jedes zweite Haus ist geblurrt. Ja. Das ist Deutschland. Okay. Das alles ist Deutschland. Volkmannstraße sind wir. Das alles ist geblurrt. Definitiv nicht Bayern. Das ist doch Hubis neue Hütte. Also, es sieht für mich sehr nach Ruhrpott aus. Du bist mal still da. Genau. Ja, danke, Butterbrot. Bitte ein Bitz. Butterbrot hat Bitz geballert. Ja, bitte ein Bitz. Vielen Dank, Butterbrot. Alter, wo bin ich denn jetzt? Alter, schau mal, hier wird schon direkt gegenfotografiert. Ja, genau, das ist also typisch deutsch, Alter. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Ich filme sie jetzt zurück, Herr Google. Sie richtet sich nur die Tasche. Alles sie dürfen doch nicht. Es ist gerade mega schwierig, hier sich zu... Simon, so war es bei mir die ganze Zeit auch. Aber ich habe wirklich so 3 Sekunden-Lags. Ich habe gerade vorhin auf meinem zweiten Monitor den Stream angeschaut, den ich zurückbekommen habe, weil der schneller geladen hat als der Remote-Desktop. Boah, ich glaube, das mache ich jetzt zusammen. Den mach ich mir jetzt parallel schon mal auf. Das ist ein guter Tipp, danke. Jetzt geht's schneller. Siehst du, kaum beschwerst du dich, schon geht's besser. Ah, wir sind in Dornberg. Na dann. in Deutschland ist du lachst, aber weiß ich, wo es ist, ne? Gar kein Problem. Ist nämlich da. Genau da. Also ich sehe da tatsächlich nicht wirklich Ruhrpott, aber das müsst ihr wissen. So, also habt ihr eigentlich schon mitgekriegt, wie oft der Patrick Hermine Granger Referenzen macht? Vor allem genau seit ich Justus spiele, mache ich das sehr, sehr oft. Komplett. Passt das? Sieht nicht gut aus. Genau da. 5 Sekunden, hier kommt bestimmt jetzt ein Ortsausgangsschild da hinten. Das heißt Leviosa, nicht Leviosa. Es heißt Leviosa. Bielefeld. Oh. Es war, oh mein Gott, im das Ernst war jetzt sehr Bielefeld? Gut. Ich habe vorher nur einen Joke gemacht. Ne? Gibt's aber gar nicht. Von wegen bist du in Bielefeld. Das ist... Ja, stimmt. War aber nicht so schlecht, der Guess. Bielefeld gibt's gar nicht. Bielefeld ist eine Limonade. So, okay. Boah, das war sehr gut, Simon. Sölfer, das hat auch recht. So. Hier ist auf jeden Fall eine Brücke. Brücken sind gut. Jetzt sind wir auf dem Fluss. Wir sind auf dem Fluss. Flüsse sind auf jeden Fall... Ist das... Ein guter Hinweis. Es ist nicht die Golden Gate Bridge, Josef. So viel kann ich dir verraten. Das glaube ich auch, dass das nicht die Golden Gate Bridge ist. Na, da war ich schon mal. Die schaut anders aus. Okay, wir haben schon mal kurzer Autos, Flex haben wir zwischendrin mal. I know bridges. I have seen all the best bridges. Puyo und Quito. They call me Jeff Bridges. Okay, wir sind auf jeden Fall in einem Land, das eine Sprache spricht, die mehr in Spanisch endet. Reduchale velocidad. Sind wir in Spanien oder sind wir in Mexiko? Ja, da gibt es noch mehr Möglichkeiten. Spanischsprachig ist es nicht so der beste Tipp, weil es trifft so auf die halbe Welt zu. True. Oh Gott, ich bin so scheiße in dem Spiel. Ja, aber gelbe Schilder sind schon mal ein Hinweis. Digga, wenn ich wüsste, was gelbe Schilder für einen Unterschied machen. So, ich bin halt hier in der Runde mit einem Pfadfinder. Das heißt gar nichts. Nein, das heißt gar nichts. Glaub mir.
Pfadfinder sind die meiste Zeit getrunken. Emerald, nee, wollte kommt drauf an. Emerald wollte mich übrigens im Emerald der Heilige wollte mich im Discord testen, ob ich wirklich bei GTA einen Drop erkennen kann, wo ich da bin auf der Map von GTA 5. Ich sag, wir sind in blöderweise hat er keine Location reingepostet, sondern den Ort, wo ich auf der Karte bin, was nicht ganz dem GeoGuessr-Spiel entspricht. Ja, jetzt einfach mal Chihuahua aus. Aber was GTA betrifft, sollte man mit Patrick generell nicht ficken, weil da ist der Mann Profi. Also so generell vom Konzept her sollte man mit Patrick nicht ficken. Ja. Aber ich glaube, ich weiß sogar, wo das ist. Was sollte mit Patrick einfach vom Mensch her nicht ficken? Ist das auf der, wenn du vom Casino weiterfährst Richtung Los Santos, ja. Ist das Los Santos? Das lenkt sollten Josef nicht ab, Mensch. Ich kann es dir, von der Karte her kann ich es dir jetzt gar nicht sagen. Ich glaube schon. Aber Josef ist hier gerade in der Real-Life-Prärie unterwegs. Nein, es ist geblurrt. Oh no. Oh no. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Josef, es ist eine gelbe Doppellinie auf der Fahrbahn. Das ist nicht so oft in der Welt. Ja, ich habe keine Ahnung, wo in der Welt das ist ja das Problem. Wenn ich das wüsste. Und der hat eine Schubkarre auf dem Auto. Das finde ich auch sehr suspicious. Ich wäre nach Kolumbien gegangen. Ich hätte Kolumbien gesagt. Ecuador war es, okay. Okay. Ecuador. Ja, ich hätte auch irgendwas oben, Venezuela, aber das wäre auch ein wilder Guess gewesen. Mhm. So, Max ist wieder dran. Ich bin so, ich prepare myself, jawohl. Und Patrick kann währenddessen mal einen Blick aufs Scoreboard werfen. Ja, ich hab's schon vorhin gesehen. Du warst sehr gut und ich war sehr schlecht in der Runde. Also herzlichen Glückwunsch. Sehr schlecht warst du jetzt auch nicht. Ja, nicht so. Wo sind wir denn da wieder? Hm? Die Straßen sind in schlechten Zustand. Ostdeutschland. Das wäre beim Elektrizitätswerk gewesen. Ah ja. Oh, da stehen ja so richtig klischeemäßige afrikanische... Schau mal, dieses Riesenschild, dieses Bauschild musst du dir anschauen, was da rechts steht. Ja. Da steht mal ganz oft auch das Land drauf. Ich gebe dir jetzt einfach Tipps. Afrikanische Binsen. Ja, da steht das Land drauf und dann erkennt es Patrick nicht. Das war letztes Mal auch so. Ja, das stimmt. Ich habe es einfach nicht gesehen. Aber da, war da die Flagge drauf oder war da nur die Form vom Land? Das Land drauf. Da stand blablabla Kingdom of, keine Ahnung, Nigeria oder sowas. Nee, Zimbabwe, Kingdom of Zimbabwe. Ich habe gerade übrigens noch eine Nachricht bekommen. Josef hatte gerade ein Schild in seiner Runde, Information Center. Wo die Hauptstadt von Ecuador betitelt war. Wie gesagt, Geo war immer schon ganz, 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 ganz weit von meinen Interessen weg. Und außerdem hier... Tourism Information Center. Ne? Nee, man kann da nichts lesen, was mir irgendwas bringt. Schauen wir mal das Schild an. Ich finde es voll interessant, wie unterschiedlich doch die Welt ist irgendwie. Mhm. Dass man sehr oft irgendwo gedroppt wird und schon sagen kann, okay, das ist irgendwo in Südamerika. Oder das Max, kannst du auf den Verkehr schon mal achten? Ist dir da schon was aufgefallen? Moment. Rechtsverkehr, Linksverkehr, was haben wir? Ich konzentriere mich gerade auf diese Schilder, aber die sind super verpixelt. Es ist Rechtsverkehr, ganz normal, oder? Nee. Doch, klar, weil ich bewege mich gerade gegen der Fahrtrichtung. Max, schau dich mal nochmal genau um. Ah, nee, jetzt, ja, ja. Schau doch, ob dir das Auto auf der rechten oder linken Seite entgegenkommt. Ja, stimmt. Ich fahr sehr, sehr wenig Auto, Leute. Da, das sieht doch gut aus. Das vielleicht. Ja, also Linksverkehr gibt's nicht so oft auf der Welt und ich glaube, das ist nicht Großbritannien gerade. Ja. Wusubuntu Lodge and Cultural Village, Lingihile Cemetery, Craddock, Foregarden of Remembrance. Südafrika. I think. Wusubuntu? Ja, doch. Klingt. Übrigens, im Chat am besten euch mit Guesses zurückhalten. Oder derjenige muss sich einfach diszipliniert, darf nicht in den Chat schauen. Ich schaue nicht in den Chat, Alter. Ich bin viel zu beschäftigt hier. Ich gebe dir die Tipps vom Chat sowieso gerade weiter die ganze Zeit ein bisschen. Ja. Also ich glaube, ich habe nimmer großartig viel mehr Zeit eigentlich als das.
Ich habe mich da relativ festgelegt. Das kann jetzt natürlich auch sein, das ist fucking... Kann es sein, dass du... ja. Sehr guter Na, Gast. Schau. Ja, sehr nice. Gut. War nicht einmal so schlecht. War zumindest richtig vom Land her. Vom Land her. Das war sehr gut, ja. Das war sehr, sehr gut. So, dann muss ich mir jetzt wieder Mühe geben hier. Nicht hängen, Alter. Ja. Aber wie wir wissen, kann das sich in einer Runde komplett drehen. Man braucht nur einen schlechten Guest und einen, der andere... Ja, darauf hoffe ich so ein bisschen, dass ihr mal ein, zwei Runden lang voll Neisch heißt und dann ziehe ich end vorbei. Trotz aber ich heiße nicht Neisch. Trotz... ich heiße doch Patrick, das steht doch da. wobei wir alle immer noch nicht sicher sind. Dass immer ein, zwei Runden so richtig Neisch heißt. Wobei wir alle immer nicht hundertprozentig sicher sind, ob Patrick dein richtiger Name ist. Ja. Große Stadt. Wassermarsch. Wassermarsch. Viel los. Asien vielleicht. Erbil Bank AD. Okay. Was steht AD? Profis wissen, wofür AD steht. Ja. RD. Gelbe Linien auf der Straßen. Gut Kiam RD. Simon, weißt du, für was RD steht? Ja. Wir sind nämlich in irgendeinem asiatischen Land, glaube ich. Ja, das hat mit dem RD jetzt aber erst einmal nichts zu tun unbedingt. Nee. Ja, nur Road. Ist es die Road? Ja, ja, oder? Ja. Und wenn das in einem asiatischen Land steht, dann hast du schon mal einen sehr guten Hinweis, I guess. Ja. Irgendwie bei euren Runden habe ich immer ein besseres Gefühl wie bei meinen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, was du meinst, aber ich bin mir nicht sicher, ich glaube es nämlich nicht, was du meinst. Wer, ich? Ja. Okay. Also ich weiß sehr genau, was du meinst. Aber vielleicht doch. Okay, also das Poster war auf jeden Fall, ich glaube, fast schon guter Hinweis. Also in meinen Augen gibt es mehr oder weniger nur zwei Möglichkeiten, aber da kann ich bin jetzt doch bei dir. Da kann ich mich ja komplett täuschen. Also die eine ist sehr wahrscheinlich jetzt. Ja, das sieht sehr, indisch aus, ja, ne? Ja, und dadurch ist es dann eigentlich bloß eine Ohrmöglichkeit. So, und wir haben hier sehr viel davon. Und es ist englischsprachig. Haltung annehmen. Mir hängen aber wirklich alle ziemlich drin, da hat DJ schon recht. So, ich würde gern das Schild noch von vorne sehen und dann reicht's mir auch. Dann würde ich auch ans Gessen gehen. Ach, ich bin noch nicht so weit. 45 Sekunden noch. Grange, okay. River Valley. So. Ja, ich gehe jetzt einfach irgendwo in den Norden von Indien. Irgendwo. Richtung Neu-Delhi? Ich weiß es gerade nicht. Also die Richtung kann ich gerade überhaupt nicht einschätzen. Ich würde es jetzt... Wassermarsch. Jo, ich hole es gleich nach. Ich setze es sehr nördlich an. Ich gehe jetzt einfach nach Neu-Delhi. Mir ist es egal. Es wird nicht stimmen. What? Singapur. Singapur. Oh no! Ja, ich wusste es auch. Okay, das war aber eigentlich jetzt auch nicht mein Guess. Ich war so entweder auch Indien oder Südkorea. Nee, es war komplett Singapur. Singapur ist mega rich und ich war ja in Singapur. Es klingt so, als wäre ich immer Lisa. Ja, du bist so voll die Lisa, ne? Naja, Simon, du warst auch eine Lisa. Ja, ich war da halt und also Singapur war... Also damals, als ich Backpacking war... Weil Singapur ist nämlich die Amtssprache Englisch und die haben alles auf Englisch da auch. Ach Mist, Singapur damit habe ich jetzt natürlich... gemischte Kultur, die haben auch zum Beispiel sehr viel Inder und Chinatown Fettes und so. Damit habe ich jetzt natürlich... Louis, hallo 10. Let's go, boys. Ich wollte gerade noch was sagen, aber ja. Entschuldigung, nein, sprich. Du hast verkackt und ich habe eine Chance, das wolltest du sagen. Oder? Er ist schon mal aufgestanden, er hört jetzt gar nicht mehr zu.
So, dann wünsch mir mal Glück im Chat. Weil Glück im Chat. Vielleicht verkacke ich jetzt auch einfach. Ah, ja, damit habe ich jetzt keine Chance mehr, würde ich behaupten. Das ärgert mich gerade sehr. Das ärgert mich sehr, sehr, sehr. Glück im Chat, danke, danke. Nee, also bei dem hätte ich jetzt Glück gehabt, aber ich ahne, dass ich jetzt irgendwie scheiße. Ja. Immer Profi-Version ab jetzt. Nee, es ist irgendwas Arabisches. Wir haben hier schon mal. Gott, ey. Aber das ist was, wo ich mich halt null auskenne. Ich glaube, niemand von uns, Mann. Du bist ja in Südostasien, bist du der Pro, Simon, ne? Du bist ja die Lisa einfach. Ja, Asien geht ganz gut. Was zur Hölle ist eine Lisa? Naja, das ist so diese klassische Abiturientin, die ist so 19 und die macht dann nur mal so Backpacking halbes Jahr, bevor sie dann irgendwie soziale Arbeit studiert. Oder Lehramt. Oder Grundschullehramt. Okay. Ja. Und dann erzählt die 3 Jahre lang in ihrem Studium nichts anderes und immer nur so Anekdoten von, wo sie irgendwie unterwegs war beim Backpacking. Okay. Und das war so voll die spirituelle Erfahrung für sie, wo sie sich selber gefunden hat und bla 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 bla. Das ist straight up der Simon, wenn er Geogesser spult. Okay. Ja, aber es ist halt so. Also ich hab's halt erkannt, weil ich da war. Dann will ich das auch sagen. Aber sind Lisa ist jetzt so ein gemeingeläufiger Stereotyp oder habt ihr. Ja, wie Justus. Ja, wie schon. Justus, ja. Okay. Ja, schon ein bisschen. Und immer mit Anglizismen, schreibt DJ. Das kommt auch noch dazu, ja. Okay. Ja, und sie träumt auch schon in Englisch. Genau, ja. Nur 2 Jahre danach erzählt sie immer wieder, dass sie immer nur in Englisch träumt. So. Ja, ich habe auch schon fast Deutsch verlernt. Ja, ja. Also manchmal fallen mir auch einfach die deutschen Wörter nicht ein. Ey, da hast du halt nichts auf Englisch hier gerade, ne? Nee, also apropos deutsche Wörter oder englische Wörter. Ja, wir sind halt irgendwo hier, aber wo genau? Straight up in der Wüste irgendwo einfach, ne? Und das kann halt wirklich ungefähr alles Mögliche sein. Ja, ja, wobei du... Ich weiß auch nicht, wie es da mit Rechts- und Linksverkehr aussieht. Ich habe einfach keine Ahnung. Aber zeig mir mal nochmal die Schrift... Mein Tipp bleibt wieder Berlin, schreibt Sadatus. da hat jemand was gegen Berlin. Ich bin mir gerade nicht sicher, ist das Arabisch oder ist es Hebräisch? Da tue ich mir auch sehr schwer bei dem Unterschied. Eher Arabisch, oder? Ich würde jetzt auch eher auf Arabisch tippen, ja. Ja, da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht sonderlich gut damit aus, aber ja, das sind für mich arabische Schriftzeichen, ja. Ja, Hebräisch sieht nämlich ganz oft so aus, als wäre es lauter Pi-Zeichen sind Hebräisch. Ja, also Hebräisch ist, glaube ich, eher nicht, nein. Alter, es ist auch mega schwierig, mein Guest da gerade, komplett verkackt. Mugel schreibt, du denkst, du bist hart, aber ich bin härter. Schreit Hertha. Okay, Tunesien hätte ich nie keine Glück gehabt. Ja, aber Arabisch ist halt auch so dieser ganze nordafrikanische auch das, ja, Streifen. Genau. Also, das ist halt alles, was die Osmanen damals mal eben so sich gegönnt haben. Das ist mein Weak Spot, habe ich gemerkt. Da habe ich einfach keine Ahnung. Das ist wirklich schade. Ich hätte gern mit dir getauscht, Patrick. Singapur hätte ich gern genommen. Ja, okay. Finde ich gut. Der ist schon wieder Alter. Der schon wieder in Poing. Ja, auf jeden Mai, Fall. Oh Mai, oh Mai. War Josef bisher jedes Mal in Poing? Ja, auf jeden Fall. Also den Bofrostmann kenne ich persönlich so. Ja. Also wir sind auf jeden Fall in die deutsche Lande, weil das ist... Also lieber Chat, ich kann nur einen beitragen, lieber Chat. Oh, Wassermarsch. Oh Gott, jetzt muss ich mir dann Wasser holen. Aber Tropfen sind nur drin. Lieber Chat, ich kann nur einen beitragen. Du denkst, dass du hart trainierst, aber Paul Dardai trainiert härter. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich hol mir mal nur mehr Wasser für zukünftige Wassermarschs. Alles, was er wollt. Alles, was er wollt.
So. Hubis Lieferservice war der Bofrostmann. Sieht schön aus, das Haus da mit dem Efeu. Gefällt ja, das ist. Auf jeden Fall. Auch dieses Backsteinhaus finde ich gut. Also wir sind auf jeden Fall in Schland. Das GL Getränkeland ist am Start. Ich gang's jetzt einfach mal so rum und klick dann irgendwo in Deutschland rein. Trinkhalle. Da ist die Trinkhalle. Du bist schon wieder in Deutschland? Oh mein Gott. Nee, wer war vorher in Deutschland? Das warst nicht du, Josef, oder? Na. Ja. Josef dachte, er mein war aber in Estland. Trinkhalle. Also das ist ja, oh mein Gott. Es ist ein Köln-Kalk. Die Trinkhalle finde ich schon sehr schön. Ja, das ist aber auch typisch für einen Bereich. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen, das ist ein Ding. Das kennen wir hier im idyllischen Bayern nicht, aber es ist gang und gäbe woanders. So, jetzt scrollen wir mal rein. Schland. Alter, wie schnell er unterwegs ist, ey. So schnell können wir gar nicht. Nee, er klickt zu schnell. Es ist mir viel zu schnell. Ja, aber es war bisher nicht hilfreich. Ich bin mir nicht sicher, ist es Köln? Es könnte aber ist ein bisschen nordenmäßig sein, oder? Ich pack mein Klick jetzt einfach mal hier hin. Ich hab mir immer so gedacht, warum nennt man das Trinkhalle? Für mich klingt das so super unchillig irgendwie. So, das Wort Trinkhalle... Halle klingt viel zu groß und ungemütlich, ja. Ja, das Wort Trinkhalle, das lädt mich nicht dazu ein, da zu sein und irgendwie ein Bier zu trinken, weil das so industriell klingt irgendwie. Es ist eine Trinkhalle. Das klingt so, als wäre da so, so eine lange Reihe von Schläuchen. Das war Schläuche. Sehr gut. Dortmund! Ja, ich hätte Dortmund getippt, glaube ich. Ja, aber es hilft auch, wenn man. Es gibt nur ein paar Städte, die wirklich gut abzufahren sind. Und da Ruhrpott ist da ganz groß mit dabei. So, Max ist wieder dran. Es ist übrigens die vorletzte Runde. In der nächsten Runde entscheidet sich alles. Ich bin so froh, dass Simon auch verkackt hat diese Runde. Boah, ich bin vor Josef. Oh mein Gott. Du bist die ganze Zeit. Ich konnte Ritter werden. Du bist die ganze Zeit. Da ärgere ich mich nicht mal, muss ich sagen, weil das ist einfach. Pech gehabt, so. Ja. Da habe ich nicht verkackt. Mich ärgert es immer wie letztes Mal, als ich schon drauf war auf Kambodscha und dann nochmal auf Indonesien gewechselt habe. Ja, voll, voll. Sowas ärgert mich immer. Schau dir das Schild über dem Tor an. Ja, ja, das ist der Plan. Aber gerade willst du... Und da hinten zieht gerade ein Alien irgendjemanden hoch, weil da ist so eine Linie. Ja. Seht ihr das? Aber es will gerade nicht. Doch jetzt. Louis hat Wassermarsch. Ist das frisch? Ja, ist frisch, glaube ich. Zum Wohl. Relativ frisch. Es will gerade nicht, wenn ich auf die Straße klicke. Ja, weil du da nicht langfahren darfst, weil da das Google-Auto wahrscheinlich nicht lang gefahren ist. Da ist auch ach so. Kein Pfeil. Ah, ja. Doch, jetzt geht's. Oh nein, du. Oh Gott, ach Max. Senegal. Ach, es ist komm. Der Senegal. So viel Glück kann man noch nicht haben. Das ist schon mal, das ist schon mal ein Traum. Jetzt muss ich bloß den Senegal noch finden. Wo ist der Senegal? Senegal, illegal, scheißegal. Da ist Hören wichtig, da ist Senegal. Wie bei den Kerkerkumpels. Bei den Kerkerkumpels, ja. Kerkerkumpels Podcast, da ist Senegal. Links, Max. Ja, jetzt gib mir doch keine Tipps, Digga. Doch. Warum denn nicht? Max will sich das ganz allein verdienen. Okay. Ja. Es ist ein bisschen wirklich... Ah, da ist das Senegal. Okay. Also da sind wir schon mal wichtig, ja, und richtig auch. Da steht aber auch die Stadt drauf noch, ja, wenn du es ja, genau ja. wissen willst. Das... De l'Intérieur, Direction Générale, Police Nationale, Direction de la Sécurité Publique, Tambacounda. Ja, stand auch unten, steht auch unten auf diesem Tor nochmal drauf. Mhm. Oh nein! Da so, genau und jetzt hast du noch 40 Sekunden Zeit, um genau die Ecke zu finden. Das ist sehr gut. Aber wie finde ich jetzt die Ecke? Das wüsste ich ja jetzt nicht wie.
Ja, schau mal, ob du da das Ministerium findest zum Beispiel. Ja, weil das so große Häuser sind da verzeichnet auf der Karte. Das ist wohl richtig, ja. Multiservice. Ist das echt das ehemalige französische Kolonie dann wahrscheinlich, ne? Wenn das ja, mit Sicherheit. Alles auf Französisch ist. Tambacounda Bahnhof ist da. Ah, da war die Police Station. Ja. Ich hab sie noch gesehen. Fast volle Punktzahl. Wow. Max. Komplett Mitte, ey. Krass. Lacker. Naja, bisschen unfaire Hilfe abbekommen auf Tambacounda wäre ich vielleicht jetzt nicht ohne euch gekommen, aber okay. Ja, cool. Das war nice. Aber das war natürlich auch Glück. Wenn man so ein Schild halt am Startpunkt direkt hat, ist halt geil. Das war sehr gut, Max. Letzte so, Runde. Jetzt einmal jetzt Daumen Max drücken. Natürlich der allererste. Max könnte gewinnen heute in dem Spiel. Ja, wenn jetzt Patrick und Simon beide richtig hart verscheißen, dann. Also entweder ihr drückt jetzt die Daumen für mich, dass Patrick was Schlechtes bekommt, oder ihr drückt die Daumen für Patrick, dass er was Gutes bekommt. Oder ihr drückt die Daumen für mich, dass die beide hart verscheißen. Ich bin eh schon raus. Massaker. Das kann ich nicht mehr aufholen. Nein, ihr kennt's auch nur die Daumen für Josef drücken, dass er mich überholt. Nein, ich glaube, das geht dann nicht mehr. Minank. Also das Schild hat mir jetzt nicht geholfen. Das ist ärgerlich. Indomie. Simon End passiv-aggressiv. Das ist ärgerlich. Ist das eine Flagge? Das ist doch keine Flagge, oder? Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist eine Eisfirma, Patrick. Langnese oder sowas, ja. Genau. Die, was auch immer. Langnese-Eiscreme. Gibt's auch hier im Kino. Da wohnt die Cindy, schau. Das ist schon wieder Berlin. Marzahn ist es, ja. Ah, na dann. Oh, ihr seid solche Arschkrampen. Professionelle Arschkrampen. Ihr helft mir auch gar nicht weiter. Wo bin ich denn? Ja, aber grob kannst du einordnen, oder? Nein, überhaupt nicht. Okay. Also auf jeden Fall nicht einfach Toko? Nur Cindy, sondern ich bin mir nicht sicher, ob man Togo irgendwo als Toko schreibt. Nee, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, die haben lange dafür gekämpft, dass man das Togo nennt. Josef, kannst du das Schild hier oben lesen? Das ist die Klinik Cindy. Und das drunter, kannst du das lesen? Toko Obat Berzin Nein, Cindy. Okay. Nee, direkt auf dem gleichen Schild wie Klinik Cindy hätte mich interessiert, was da noch draufsteht. Also. Weil da ist eine Adresse unten drauf, aber Sedamat Datang. Keine Tipps geben. Nee. Ich wollte jetzt nicht direkt einen Tipp geben, aber von den Endungen der Wörter her hätte ich vielleicht einen Tipp. Mandiri. Weil ich habe auch einen Tipp, aber das ist jetzt eine wichtige Runde, deswegen. Ja. Wir wollen es am 7. Letztes Mal habe ich nämlich Patrick aus Versehen in der letzten Runde noch einen Tipp gegeben. Also ich will, dass sowohl Simon als auch Patrick es verscheißen, weil dann würde ich nämlich gewinnen. Obwohl ich in der ersten Runde wohlgemerkt 0 Punkte gemacht habe. Ja, wir müssen hier ja irgendwo. Aber wir sind schon in. Sind wir in Afrika? Wir sind schon in Afrika, hoffe ich. Quatsch, diese tropische Vegetation ist ganz klar München. Scheiße, also ist doch nicht Berlin. Aber wo sind wir hier? Ich gehe nach... 10 Sekunden noch circa. Nigeria irgendwo. Ich glaube, wir sind eher... Ich kann es gar nicht sagen. Burkina Faso. Ich sag, wir sind in Burkina Faso. Ich sag, wir sind in der Demokratischen Republik Kongo. Ich sag, wir sind komplett woanders. Ich sag's auch, ja. Oh, ja, Asien. Genau. Ja. Singapur nochmal? Nee, Indonesien ist es. Weil Sachen, die auf ANG enden, sind oftmals dort irgendwie. Und ich glaube, dieses, was du für eine Flagge gehalten hast, ganz am Anfang, da stand auch irgendwas mit Indo. Nee, irgendwas. Also nicht Indonesien, aber irgendwas in die Richtung. Ja, Simon, ich habe damit halt jetzt 0 Punkte. Das ist halt jetzt. Ärgerlich, ja. Simon zieht jetzt bitte nach. Es war nicht ganz eindeutig, hoffentlich, oder? Ich hätte Indonesien getippt, aber ich hätte irgendwo Asien getippt auf jeden Fall. Nicht okay. Afrika. Aber es war, ja, okay. Es war viel zu tropisch-palmisch für. Ja, stimmt. Dekop.
Das okay. sieht sehr nach Niederlande aus. Da geht ziemlich der Wind. Ist es dann quasi, Simon, du warst doch das, ist es dann so, dass die Niederlande einfach auch sehr gut erschlossen sind und ja. Südostasien auch? Ja. Deswegen das so häufig vorkommt da? Ja, Südostasien kommt fast alles richtig. Außer Vietnam hatte ich, glaube ich, mega selten. Aber Kambodscha kommt mega oft vor, Thailand kommt oft vor, Japan, Sri Lanka, Indonesien, Singapur. Warte, ich habe einfach beim Reden an dem Schild vorbeigestrollt. Ach so, ey, ich will dich nicht ablenken. Entschuldigung, Simon, bitte konzentrier dich. Ich Mr. Chaos Korn, grüß dich, servus. Das ist ziemlich sicher Niederlande. Es fahren Leute Fahrrad. Es ist der Max hat es ja auch schon verraten, Simon. Was habe ich? Dass es die Niederlande ist. Ja, hab ich doch, bin doch schon lange was? Auf die Niederlande eingeloggt. Also ich habe direkt ganz am Simon, Anfang... Simon, ich wollte dich triggern. Was? Ach so, ich habe es nicht gecheckt, sorry. Hä? Mach nochmal. Egal. Sag nochmal, ich bin jetzt getriggert, ehrlich. Okay. Ich habe ihm doch gar keinen Tipp gegeben. Sag nochmal, ich bin getriggert jetzt, ehrlich. Ehrlich, jetzt, ich lass dich nicht mehr sagen. Work, meet, Brink. The future. Eat, sleep, rave, here. Repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Aber wo in den Niederlanden wäre halt jetzt interessant, ne? Knorke. Ne, Knocke? Knorke. Alter, es hängt so hart. Kasten. Habt ihr schon was gesehen, was irgendwie auf dem Ort Hinweise geben könnte? Keine eindeutigen, na. Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es vielleicht Point ist. Neubau, Renovierung. Man sollte immer nur Berlin nicht ganz ausschließen. Ja. Und sehr oft kommt Singapur dran. Ich bin jetzt abgefuckt für den Rest des Tages. Zum Glück geht er nur noch zwei Minuten. Dann auch bist du wieder. Yeah! Ja. Da hinten ist der Ortsausgang bestimmt. Oh Mann. So, als es schreibt, der Berlin-Samen ist gesät. Ja? Ab jetzt sehen wir überall Berlin. Es verfolgt uns überall hin. Es sieht sehr flach aus. Ich glaube, irgendwo hier. Vor Den Haag irgendwo. Da wäre jetzt Kilometer und N49, aber ich habe keine Zeit für sowas. Ich bin schon ein bisschen Porsche traurig gerade, muss ich sagen. Ah, es ist nicht ganz richtig, aber die Punkte reichen mir. Es ist nicht mal das Land. Okay. Nicht? War es nicht das Land? Es waren nicht die Niederlande. Du hast keinen Country Score gekriegt. Unten drunter. Keine Ahnung was. So, also. Ich hab ernsthaft Patrick überholt, holy shit. Belgien muss es gewesen sein, Simon. Jetzt du bist noch gar nicht dran gewesen. Jetzt kommt das Ding, also ich bin. Ja, Max hat mich in der letzten Runde schon überholt. Max könnte uns noch alle überholen. Josef könnte dich auch noch überholen mit einem sehr guten Guess. Ja, ja. Der wird. Ich bin auch gerade wirklich, ich bin einer der traurigsten Menschen gerade der ganzen Welt. Nee, 6.000 ist doch das Maximum, oder? Josef kann mich nicht überholen. Ich glaube nicht, dass du einer der traurigsten Menschen bist. Ja klar kann ich ihn noch überholen. 8.000 plus 6.000 sind 1.400. Aber ich habe 1.600. Ja, dich kann ich nicht mehr überholen, aber Patrick. Helft mir, Patrick zu überholen. Das ist wohl wahr. Also jetzt. Ich kann dir die Scores vorlesen. Patrick, 1300. Also bei mir ist auch schlimm. 1388. Psych. Ja, wir lesen sie am Ende vor. Okay. Es gibt ein Kentucky Fried Chicken, das ist schon mal gut. Und Kentucky schreit Ficken? Ja, wir haben Linksverkehr. Ich mach mal eine Abstimmung Team Josef und Team Patrick, okay? Auf gar keinen Fall. Ach komm, ich will es gar nicht wissen. Ich weine halt. Nee, das bitte, mach ich jetzt. Bitte wirklich nicht. Ich weine. Ich weine den Rest des Tages. Also ich mein's ernst, Max. Ja, komm. Wir müssen ja mal ein bisschen schauen. Ich hab dich schon drum gebeten. Mehr kann ich nicht tun, Max. Ach komm, jetzt schauen wir doch mal. Danke, Max. Du bist sehr loyal. Tu ich echt nicht. Ich weiß nicht, warum. Es kann ja sein, dass das Herz der Leute für dich schlägt, Patrick. Musst du das nicht wissen? Patrick, es heult jetzt. Na, dann mach ich's nicht, Patrick. Ist okay. Aber
dann, was du nicht lassen kannst, aber ich seh den Sinn dahinter nicht ganz. Ah, ich glaube, ich habe was entdeckt, was mich... Also komm, auf geht's. So, Ihr könnt jetzt abstimmen im Chat, in welchem Team ihr seid. Hashtag Team Josef oder Hashtag Team Patrick. Na, das auf geht's. Definitiv geht der Sieg an Team Patrick, weil ich habe keine Ahnung, wo das ist. So, ungefähr die Hälfte von der Zeit ist um. Es ist knapp. Stimmt's ab? Seid ihr Team Josef? Seid ihr Team Patrick? Verhelft's eurem Team zum Sieg? Du hättest aber eine Wette eher machen können. Da hätten Leute okay. Das hätte ich wohl tun können. Aber ich bin in diesem Twitch-Ding nicht so firm wie ihr. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen gerade. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist so knapp. Man könnte auch mir einfach helfen, so. Anstatt. Ich will das Ergebnis nicht verfälschen. Ja, genau. Malaysia. Ich glaube, man hat vorhin eine Flagge gesehen. Es ist 50-50. Sechs Stimmen für Team Josef und 6 Stimmen für Team Patrick. Vielen Dank, lieber Chat. Der Chat enthält sich. Wo zur Hölle war nochmal Malaysia? Malaysia war hier. Sasa, das ist in Team Max. Dankeschön. Hier da. Und alle sind natürlich im Team Hörerkumpels. Das ist sowieso klar. Das ist das Wichtigste. Ich würde jetzt gerne nur Aldehar finden. Mhm. Josef ist da auf einer sehr guten Spur. Was? Die Kurve habe ich nicht mehr gekriegt. Damit habe ich jetzt quasi nur noch was zu gewinnen und nichts mehr zu verlieren. True. Also ich kann theoretisch gewinnen, wenn ich richtig, richtig gut bin. Wow, okay, das hätte ich nicht gedacht, nach meiner Nullrunde im allerersten Durchgang. Boah, das ist, ich habe keinen ersten Guess. Schauen wir mal, was hier so auf die Schilder steht. Scheiße, jetzt bin ich vorbeigefahren, das wollte ich eigentlich nicht. Coca-Cola. Okay, es ist Coca-Cola. Das bringt mir genau gar okay, nichts. Okay, ich habe einen Guess, ich habe einen Guess. Ich habe auch einen Guess. Ja, es ist recht eindeutig, oder? Ja. Was? Was ist da? Häuser, ne? Eindeutig. Mhm. Ja. Auch insgesamt, das sieht... Ja, Landschaft, da ist ein großes Schild, das könnte ich mir mal anschauen. Düsseldorf. Da sind ganz viele Sterne. Das könnte natürlich irgendwie auf irgendwas in die USA hindeuten. USA hatten wir bisher, glaube ich, noch gar nicht, oder? Nee. Stimmt, ja, kommt aber eigentlich auch recht häufig vor. Aber halt ist auch wieder ein rotes Haus. Ist halt auch wieder eigentlich ein ziemlich harter Schweden-Indikator, ne? Aber das schaut mir nicht nach Schweden aus irgendwie. Das ist viel zu grün und fruchtbar für Schweden. Na, wobei, das stimmt eigentlich auch nicht. In Schweden gibt es auch jede Menge grüne Landschaften. Jetzt fahren wir hier einfach mal ein Stück entlang, dann schauen wir halt einmal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Was haben wir hier für eine Automarke? Das ist ein Nissan. Nissan? Okay, mit Mitsubishi hätte ich es gesagt. Mit Autos kenne ich mich nicht gut aus. Was ist jetzt? Hallo? Nein, nicht auf den Asphalt schauen. Du hast also noch Zeit, 40 Sekunden.
Aber der Asphalt sagt schon auch viel aus. Naja, also eben ich nicht. Aber schön. Ich kann gerade nichts machen, Mann. Ja. Aber dann schau doch mal woanders hin. Ja, das ist ja genau das. Das mache ich doch. Aber es passiert ja nichts. Aber schon ein schöner Asphalt. Ich glaube, das ist schwedischer Asphalt. Vielleicht kann der Josef mal aushelfen und dich wieder richtig hinsetzen. Ja, ich glaube, es ist 3, 2, 1. Es ist vorbei. Hast du getippt auf irgendwas? Nein, ich habe nichts getippt. Das war Schweden, ziemlich sicher. Emsjowagen. Ja, das ist Schweden. Oh Mann, ey. Okay. Warte, scroll. Es nervt halt ein bisschen, wenn man einfach die technischen Probleme hat, Mann. Aber es ist okay. Ich habe nichts zu verlieren gehabt, insofern whatever. Okay, da lädt nix. Wir wissen auf jeden Fall, dass es kommt. Ah ja, okay. Jetzt ist bei mir später da als bei euch, lol. Naja, das kann nicht sein. Es wird immer spannender. Wir scrollen weiter raus. Also ich hätte gesagt, Süden von Schweden. Ja. Das ist, glaube ich, eher Mittelschweden, oder? Ja, wenn ich das so jetzt gerade sehe. Ja, Mitte. Aber sehr gut. Ja. Ja, heute nicht, aber okay. Dann ja. Jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Bada boom. Wichtig ist, was hinten rauskommt. Also Max, Simon Erster, herzlichen Glückwunsch. Hast du dir verdient? Also ich lese mal die Punkte vor, falls es immer noch blurry ist. 18.975. Danach Max mit 16.052. Hättest du mich noch überholen können? 2-0 Runden möchte ich da mal hinzufügen. 2-0. Aber du hattest diese eine Hammerrunde, gell? Mit Seneca. Ja. Danach Patrick mit 13.088 und dann Josef mit 9.726. Ja, es wurde gerade nur in den Chat geschrieben, es ist genau so, wie wir dargestellt werden im Stream. Also, ja. Simon ist mit Patrick und dann Josef. Das war Absicht, deswegen, wir haben es vorher schon ausgemacht, dass das harmoniert. Das ist alles nach Drehbuch wieder abgelaufen. Ja, ihr guckt doch jetzt eigentlich in der Aufzeichnung. Das ist gar nicht wirklich passiert. Wie unsere Folgen auch immer vorgescriptet sind. Ja. Ja. Genau. So. Geil. Jungs. Boah, das war schön. Das hat cool. Spaß gemacht. Simon, herzlichen Glückwunsch. Danke. Applaus, ich freue mich auch, dass ich jetzt ein bisschen meinen Ruf wiederherstellen konnte. Also meinen innerlichen Ruf. Das hat letztes Mal echt ein bisschen wehgetan. Aber es wird noch viele, viele Runden mehr geben, die wir miteinander spielen, gegeneinander spielen. Spaß, ne? Ich hab da auch noch cool, oft Bock drauf, glaube ich. Und es wird viele Momente noch geben, wo ich dich auch wieder besiegen werde in Zukunft. Ja, ich bin mir auch sehr recht sicher. Weil das ist doch manchmal dann auch einfach ein bisschen Glück dabei. Ja, können wir noch mal kurz in den Chillout-Kerker schalten? Ja, auf jeden Fall. Hell yeah. Bada boom. Hi. Ah. Ja, das war sehr, sehr schön. Es war sehr, sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ist heute. Mein Ton überhaupt an? Ja, ist er. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass, wenn ich ins Mikrofon spreche, dass ich einfach automatisch übertalkt werde. Egal. Sorry. Hallo Sergeant Blade. Sergeant Blade, du hast heute die Ehre, uns direkt beim Feierabend machen zuzugucken. Und gute Nacht, Mr. Ja. Happy, ja. Gute Nacht an alle, es verabschieden sich gerade viele. Salsatus wünscht auch noch einen schönen Abend. Grüße und bleibt gesund. Mugel Evil fragt nach dem Hype Train, bei wem kann ich diesen Monat mitessen? Ja, komm vorbei, hab schon noch aktiv geguckt. Mugel Evil, vielen, vielen Dank dir nochmal. Ja. Ich habe nicht eingekauft für dieses Wochenende, weil Feiertag war heute und so viele Leute einkaufen waren. Ich habe gesagt, ich lebe einfach dieses Wochenende jetzt irgendwie von Resten. Ich war heute beim Einkaufen und habe einfach vergessen, dass morgen Feiertag ist. Ja. Und bekanntermaßen vor Feiertagen rasten die Deutschen immer komplett aus und kaufen alles einfach. Ich war gerade vorher noch die andere Art von Einkaufen. Ich war in Josefs allerliebsten Lieblingsladen und habe mich mit neuen Brettspielen eingedeckt und habe das beste Schnäppchen der ganzen Welt von einem Brettspiel gemacht, was aus Versehen runtergesetzt war, und zwar von 70 € auf 15 €. Und an der Kasse hat sie es zwar gemerkt, dass es falsch ausgezeichnet war, hat es mir aber für 15 € gegeben. Schön. Nice. Geil. Ich bin total glücklich. Louis bietet mir schon an, dass sie mir so schält, aber ich glaube, soweit ist es okay. Also ich überlebe, glaube ich. Ich habe noch ein paar Sachen eingefroren, die ich mal gemacht habe und einfach zu viel hatte.
Deswegen alles gut, vielen Dank fürs Angebot. Ich glaube, Evil Moogle oder Moogle Evil könnte es eher gebrauchen, vielleicht. Oh nein, ich war nicht im Urban Dream. Sorry. Es gibt einen einzigen Laden, den ich lieber mag als ein. Eigentlich gibt es zwei. Zwei Läden, die ich lieber mag als ein Urban Dream. Es gibt einen Online-Shop und es gibt einen Offline-Shop. Die zermürben meine Geldbeutel. Mit beiden Sphärenmeister und Ultra Comics. Ganz genau. Das ist ähnliches Sortiment, nur einmal online und einmal. Das ist genau das Gleiche. Das ist nicht ganz korrekt. Aber da gehen wir jetzt nicht ins Detail. Oh, das war schon wieder Josefs. Ultra Comics Nürnberg, beste, wer da in der Gegend wohnt und da noch nie war, auschecken. Richtig geil. Gibt's ganz viel Warhammer-Kram für mein Tabletop-Crew da draußen. Es gibt noch einen Shop, den ich noch besser finde als die beiden Shops. Oh nein. Shameless Plug incoming. Haben wir alle Merch an? Ja, wir haben alle Merch an. Kerkerkompass.de/shop. Richtig geile Shirts. Wir sind richtige Cringe-Boys, die ganz ihren eigenen Merch tragen. Gibt's auch hier im Kino. Ist im Übrigen, ich glaube, das erste Mal ever, dass wir abgesehen von Fotoshootings alle Kerker-Kumpels-Shirt anhaben. Das ist korrekt, ja. Also ich immer, wenn ich on camera bin, aber ihr nicht. Ich eigentlich nie. So, ich eigentlich auch selten. Naja, dann stimmt niemand mal schon. Bei mir lag es einfach, bei mir lag es oben auf dem Stapel. Schau mal her, die Gang wünscht sich einen Kuschel-Olm. Haben wir eine Möglichkeit, ein Kuscheltier zu produzieren? Da schauen wir, wie wir das hinkriegen. Irgendwas geht sicher. Also Kuschelolm ist rein technisch möglich, aber rein technisch möglich ist vieles. Aber wird wirtschaftlich einfach. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, weil wir natürlich von Get-Shirts da auch erstmal limitiert sind und wollen wir es technisch auspacken? Es ist ein bisschen kompliziert. Naja, wenn es so Sonderanfertigungen müssen wir irgendwo anders anfertigen lassen. Und dann weiß man ja auch nie, wie viel man davon verkauft und sowas. Genau, also wir haben mit Get-Shirts dann einen super Partner, der mit uns den Merch-Shop schmeißt und das super mit uns zusammen macht. Und genau. Ja. Müssen da gibt's schauen, was da so möglich ist. Alles. Da gibt es ja 10.000 Produkte und es werden ständig mehr, aber Kuscheltiere sind nicht dabei, einfach wahrscheinlich aus dem Grund, dass es schwierig wäre, das entsprechend denen zu vermitteln, okay, diese Maße muss dieses Tier haben und so muss es ausschauen. Da muss der Kopf sein. Aber wir merken uns das auf jeden Fall, dass ihr gerne einen Kuschel-Olf-Olm hättet. Olf den Olm. Vielleicht machen wir mal einen. Wir nähen den selber und verlosen den dann. Der ist dann so richtig, der ist dann so richtig krass krüppelig. Ja. Einfach so, töte mich! Und dann oh Gott, ja, Endbock. Oder einen Taschenhans hätten sie auch gerne. Taschenhans fände ich super geil. Einfach so einen kleinen Goblin. Ja. Zum immer mit sich rumschauen. So ein Schlüsselanhänger, Taschenhans. Mhm. Habt ihr schon eine Sommerkollektion? Ja. Es ist sowas Ähnliches in Planung, sagen wir so. Ja, genau. Ja, Kommt viel. Ich muss auf jeden Fall das Ganze nur mystifizieren, weil das war mein Plan von Anfang an, da ein Riesending draus zu Josef. Machen. Ach, Josef. Deswegen die Shirts dann alle von wahrscheinlich dem abgefahrensten Designer, der jemals irgendein Design designt hat. Ja, ist auch der bescheuertste ist von allen. Ist ein komplett verrückter Typ. Das ist ein sehr reklusiver Eremit, der da irgendwo in so einem Kaff auf einem Bauernhof wohnt und die ganze Zeit von Trommelmusik inspiriert wird zu seinen Designs. Ja. Der hat sich bereit erklärt, mit uns zu kooperieren, was ziemlich krass ist. Ich sag mal, da kommt einiges auf euch zu. Ja. Das ist sehr, sehr esoterischer Kram. Der ist sehr abgefahren. Mr. Happy fragt gerade, ist euch lieber, wenn ihr Nachrichten auf WhatsApp oder Instagram erhaltet? Ich glaube, es ist uns beides lieb. Es ist, beides okay. Es gibt nichts, was wir lieber mögen. Wir mögen beides sehr, sehr gerne. Ja. Tatsächlich. Wobei ich Instagram immer vom Fun-Faktor lustiger finde, weil da kommen meistens klare Referenzen zu jungen Posts von uns.
Und, das stimmt. Und das da, aber das ist halt die Kombination, weißt du? So der, und WhatsApp ist dann eher so die Stelle, wo man sich auch mal Sprachnachrichten hin und her schicken kann. True. Das genau. Machen wir da sehr, sehr gerne. Ja. Also hat beides seine Vor- und Nachteile. Alle Links, egal ob zu Instagram oder zu WhatsApp, shameless plug, auf kerkerkumpis.de. Ja. So, war's das für heute? Ich glaube, das war's für heute. Simon, du kannst jetzt deinen Sekt aufmachen. Max, du als Zweitplatzierter kannst auch noch einen Sekt aufmachen. Ich habe nur Bier offen. Und ich stelle mich auf die unterste Stufe vom Treppchen und bin so halb glücklich, so wie der Dritte halt beim, keine Ahnung, bei irgendeinem Spiel, was nur 4 Teilnehmer hat. Und dann steht halt trotzdem auf dem Treppchen. Aber und Josef ist auch dabei. Ich bin der Josef, ich bin auch dabei. Wer ist der Typ in dem Meme, der ganz unten am Treppchen ist, aber in dem Feiern ist? Der sich jetzt den Champagner nahe kippt. So. Die Medaille so beißt so nahe und so. Ja, und vielen Dank nochmal an alle, die vorher so fleißig mitgeholfen haben beim Hype Train und auch. Oh mein Gott! Ja, das war komplett verrückt. Verrückt, das war verrückt. Bananas. Das war sehr, sehr schön. Ihr seid alle bescheuert. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute und ich hoffe, dass wir ganz, ganz bald wieder hier zusammenkommen. Ich hätte noch wen zum Raiden. Und zwar Lehrer Zockt spielt auch gerade Geogesser und es sieht nach einem sehr sympathischen Kerl aus mit sehr wenigen Viewern und ich glaube, wir könnten da mal schön rein raiden. Boah, dann mach das doch. Also, mach das. Bevor wir jetzt Lehrer Zockt raiden, will ich nur kurz darauf hinweisen, dass Lehrer Zockt ein sehr, 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 sehr freakiger Name ist. Ja. Es ist auch, glaube ich, wirklich Lehrer. Und man kann ihm followen und da ist man neu in der Klasse und so. Okay. Also macht doch mal ein bisschen Lärm. Sieht nach einem netten Kerl aus. Und vielen, vielen, vielen Dank nochmal an alle, die uns vorher so unterstützt haben im Train vor allem. Jawohl, ja. Voll. Vielen Dank euch. Einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis ganz, ganz bald.